Revision 500. Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert von Hörerinnen und Hörern wie euch. Auf patreon.com/workingdraft könnt ihr uns ein paar Euro in den Hut werfen. Aus euren Beiträgen und unseren gelegentlichen Werbeeinnahmen bezahlen wir allerlei teure Software-Abos und das Honorar unserer Audioproducerin. Wenn ihr euch auch beteiligen wollt, könnt ihr das unter patreon.com/workingdraft sehr gerne machen. Wir danken euch tausendfach für die Unterstützung und fürs weitere Zuhören. Wuhu! Yeah. Beste Stimmung hier im Laden. Wir haben uns zusammengefunden zu fünft heute für die Revision 500, ganz spezielle Ausgabe. Wir widmen uns heute euren Fragen, die ihr uns vorab stellen konntet, über Twitter, über private DMs und. Aber vielleicht sagen wir erstmal, wer mit am Start ist. Da ist zum einen der Shep dabei. Hallo. Hi. Natürlich auch die Vanessa. Servus. Der Peter. Ahoi. Der Stefan. Hallo. Und ich bin der Hans und wir freuen uns alle, dass wir schon die 500. Working Draft Sendung heute an den Start bringen können. Ihr merkt, das passt noch nicht so richtig. An so einem Freitagnachmittag nehmen wir hier auf, völlig ungewohnt. Da ist es mit der 500. Sendung noch nicht so 100% im Fluss. Ja. Ich wollte mal reingrätschen und sagen, dass wir auch zwei neue Patreons haben, bei denen wir uns bedanken wollen. Das ist einmal der Andi, der sehr großzügig war. Super cool. Vielen, vielen Dank, Andi. Und der Patrick, auch bekannt als Lippe. Danke, Lippe. Genau. Vielen, vielen Dank. Freuen wir uns und hilft uns beim Audioschnitt. Ihr wisst ja alle, wo ihr unseren Patreon-Account findet. Wenn ihr also schon von Anfang an dabei seid, dann sagt uns doch mal Bescheid über Twitter, dass ihr vielleicht schon 500 Episoden mit am Start seid. Revision, wie wir ja sagen. Genau. Und heute wollen wir auch mal ein bisschen darauf eingehen, was ihr eigentlich so für Fragen an uns habt. Und deswegen haben wir hier so die ein oder andere Frage auch zusammengeschrieben. Vielleicht davor, Peter und Shep, ich glaube, ihr wart ja von Anfang an dabei, nur nochmal, um so ein bisschen die History durchzugehen, wie wir das ja immer so zu den Jubiläumsfolgen machen, glaube ich. Was war denn so euer Highlight? Ui. Kann ich gar nicht so sagen. Wahrscheinlich irgendeine Sendung mit prominentem Gast vielleicht. So einem Gast, von dem man nicht gedacht hätte, dass er in die Sendung kommt. Also ich kann mich noch erinnern, dass wir, glaube ich, zur 100. Episode hast du den Paul Irish organisiert. Ich glaube, das war zur 100. Weil du da Connections hattest, weil du damals im HTML5 Boilerplate-Team warst. Und dann der Paul Irish ist ja so, also wenn man ihn nicht kennt, also der ist halt, der kommuniziert halt sehr wenig. Ich glaube, das ist bei Konferenzen auch so, dass man ihn anfragt und dann sagt er, jo, und dann hört man nichts mehr bis 5 Minuten vor diesem geplanten Auftritt und macht sich schon in die Hose, dass es nichts wird. Und dann ist er aber da. Und so war das bei uns auch. Ja, ich erinnere mich. Kühlschrank im Hintergrund, glaube ich. Das kann gut sein. Ich erinnere mich aber auf jeden Fall noch, dass wir irgendwann auch mal in Amsterdam auf der Web Performance Now heißt es ja nur, nicht Web Performance Now, Konferenz waren. Und da war er auch dann angekündigt als Sprecher. Und kurz vorher hat man sich noch Gedanken gemacht, kommt er jetzt, ist er jetzt da? Er war dann natürlich da und hat performt, ist ja gar nicht die Frage. Aber wir waren super happy, als wir den für die 100. Sendung in Stuttgart, glaube ich, interviewen konnten. Da hatte der Jay von Adobe, damals Jay Meissner, den irgendwie eingeflogen oder ähnliches oder zumindest dahin recruited. Nee, das war doch so, dass der hatte doch seinen Bruder. Der Bruder von Paul wohnte in Stuttgart und der hat ihn besucht. Und das war so zur Weihnachtszeit und dann das Smashing Magazine, das irgendwie, du hast das Smashing Magazine drauf aufmerksam gemacht. Dann hat sich das Smashing Magazine den gekrallt
Ich weiß gar nicht, ob du das überhaupt wolltest, aber das ist dann einfach so passiert. Jetzt ist er sehr geschäftstüchtig, der Vitali. Okay. Und der Chris Heilmann war ja auch dabei, dessen Eltern, oder der ja aus dem Frankenland kommt. Ja. Und der da auch auf Heimatbesuch war. Dann habe ich das wohl verwechselt mit einem anderen Event, was der Jay mal irgendwann organisiert hatte wahrscheinlich. Da war ja auch um diese Zeit mehrere. Aber ja, eine schöne Erinnerung auf jeden Fall. Ich glaube auch unsere erste englische Sendung. Ja, das kann gut sein. Yes, sir. Haben denn die anderen, habt ihr irgendwie gerade noch irgendwie so ein Event im Kopf, was euch jetzt besonders im Hinterkopf geblieben ist? Also ich war ja bei so vielen Sachen gar nicht jetzt dabei, die jetzt so diese spektakulären Folgen waren. Ich überlege auch gerade, irgendwelche speziellen Gäste habe ich, glaube ich, immer geschafft zu verpassen. Mhm. Aber obwohl es ja eigentlich mein Thema gar nicht ist, hatten wir ja vor auch gar nicht allzu langer Zeit diese State-of-the-Art-PHP-Folge. Die fand ich, die war eigentlich so von denen, wo ich dabei war, mein persönlicher Favorit, obwohl ich mit dem Thema nichts am Hut hatte. Aber der gute Herr, der Gast, der konnte das einfach alles so großartig erzählen und der steckte da so dermaßen tief drin, dass das so einfach so für das Meta-Nerd-Empfinden einfach so großartig war. Absolut, das war, also ich habe den nur gehört, ich war nicht einmal beim Aufzeichnen dabei, aber die war, also das war so Bericht aus dem Paralleluniversum und das war super spannend. Ja. Ich habe eine ganz andere Episode eigentlich im Kopf. Da war nämlich gar kein Gast und keine Gästin gibt es, glaube ich, nicht, keine Gastsprecherin dabei, sondern es war eine Episode von dir, Shep, und dir, Hans, und ihr habt über mehrere Themen gesprochen. Es ging vor allem auch JS in CSS, CSS in JS. Das, was auf jeden Fall das irgendwie falsch ist, was der Hans auch gemacht hat. Und was ich dann doch cool fand, ist, dass es dann eben keine Episode war mit so Hard Tech mal durchgeprügelt mit, das ist übrigens dieses Framework, man macht das so und so, es hat diese Vorteile, oder jetzt auch bei dem CMS-System oder einem anderen Tool für Developer, wo man auch aufzählt, okay, und diese ganzen Features gibt's und das sind Breaking Changes, sondern weil mich das so an das alltägliche Leben erinnert hat, wie man halt tatsächlich mit Kollegen und Kolleginnen Sachen bespricht und dann ganz so am Ende so, ach, vielleicht ist auch egal, ob wir CSS jetzt so oder so schreiben, Hauptsache wir schreiben es halt. Ja, das ist ja oft irgendwie das Fazit, dass es irgendwie kein hundertprozentiges Für und Wider gibt. Ja, ich glaube, manchmal vertritt man halt so Sachen, weil die halt schon eher an der eigenen Überzeugung sind, ne? Aber im Endeffekt, ob man dann, und wir kommen da gleich auf ein tolles Thema zu sprechen, ob wir da A oder B machen, ne? Die lang gehegte Frage, Tabs oder Spaces, das ist dann im Ende vielleicht doch gar nicht so wichtig, um sich so durchs Leben zu manövrieren in der Development-Karriere. Ich wollte noch ganz kurz von mir eine Sache, die ich auf jeden Fall noch in Erinnerung habe, ist unsere erste Beyond Tellerrand, wo wir was aufgenommen haben, mit der, jetzt komme ich nicht mehr auf den Namen. Naomi Atkins, vielen Dank. Wir waren bestimmt so 12 Leute, die da zusammensaßen, Hörerinnen und Hörer. Ich glaube in erster Linie allerdings Hörer und Moderatoren. Das war auf jeden Fall super cool, weil das halt so das erste Real-Life-Event, glaube ich, war, wo wir was aufgenommen haben. Vielleicht auch nach dem Paul, aber so dann das zweite. Nee, war cool. Da gab's ja auch, gibt's ja auch ein Video auf YouTube von. Auf jeden Fall. Und das war so die einzige Crossover-Sendung, die wir mit Technikwürze gemacht haben, weil der David Maciewski auch dabei war. Ja, stimmt. Ja, schöne Erinnerung. Kommen wir doch zurück zur aktuellen Zeit und widmen uns mal vielleicht dem so ein bisschen dem, was wir jetzt auch an Fragen von euch bekommen haben. Vielen Dank dafür. Cool, dass es so eine rege Beteiligung gab. Es gibt echt einige Fragen hier an die einzelnen Leute, die hier gerade mitwirken, aber halt auch für uns alle. Und ich glaube, die wichtigste Frage, wir haben das auch mal ein bisschen bewertet, natürlich ganz objektiv einfach mal drauf geguckt, was ist denn die allerwichtigste Frage? Und das war natürlich, ich habe es eben schon angeteasert, Tabs versus Spaces. Also ist ja ganz klar, dass uns das jeden Tag beschäftigt. Nein, ich mache natürlich nur Spaß. Aber wir haben uns gedacht, ich glaube, die Frage ging ja, glaube ich, hauptsächlich an dich, Stefan, aber die wichtigste Frage, was verwendest du eigentlich, Tabs oder Spaces?
Die Vanessa hat die Frage gestellt. Ich weiß leider nicht, warum die Vanessa mir gerade mir diese Frage gestellt hat, aber ich es war anonym mit meinem Twitter-Händel. Wie wieder? Es war eine anonyme Frage. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es gar nicht, was ich verwende. Ich hab kein Projekt irgendwo laufen, wo ich nicht irgendwo Autoformatierung eingeschalten habe. Und da beuge ich mich dem Stil des Autoformatierungstools. Also ich habe ja ganz oben bei mir auf meiner Twitter-Wand ein Meme gepinnt, dieses Drake-Meme, nicht? Der einmal so was total cool findet und einmal total daneben ist. Und habe es Tabs versus Spaces genannt und da war einfach kein Bild auf der anderen Seite. Weil es wurscht ist, es ist Whitespace. Es ist total scheißegal. ich glaube einfach, wir sind mittlerweile 2021, braucht man sich ja nicht mehr so viel Gedanken machen, ob das jetzt verschwendete Bytes sind, wenn man dort mehr Leerzeichen reinschmeißt, als die man mit Tabs sparen könnte. Von dem her, boop, whatever indents your code, macht es. Da hätte ich jetzt noch eine Folgefrage. Auch einfach an was alle eine von Folgefrage? Euch. Das war doch anonym. Das kommt gar nicht von dir. Ich habe diese anonymen Frage, für die habe ich jetzt eine Folgefrage. Wenn man jetzt doch irgendwo mal reinkommt, wo man vielleicht keinen Autoformatter hat, also irgendwie ein älteres Projekt, oder gehen wir mal davon aus, wir machen mal so Notepad++ auf und haben eine HTML-Datei und die indentiert nicht automatisch. Würdet ihr in Git, in einem Code-Review, wenn ihr jetzt seht, weißt du, irgendwie, da fehlt jetzt aber eigentlich so eine Leertaste, um das richtig einzurücken, würdet ihr das in einem Pull-Request anmerken oder würdet ihr das nicht tun? Oh, so ein menschlicher Lind. Da kann ich eine ganz, ganz interessante Anekdote zu erzählen, aus dem ungefähr gleichen Jahr wie die Revision 100 gefühlt. Wenn ihr möchtet, kurzer Ausflug vielleicht, bevor du, Stefan, da reingehst. Ich habe auch mal bei einem anderen Open-Source-Projekt da mitgewirkt. Wir haben ja eben schon von HTML5 Boilerplate erzählt. Das kam eher so aus dem Adobe-Universe. Und was da los war von Code-Formatierung, das war nicht so feierlich. Damals gab es das noch nicht so mit diesen automatisierten Formatting-Tools und sowas. Und was ich dann gemacht habe, ist, ich habe das halt einmal korrigiert und einen Pull-Request eingereicht. Das nur sieht keiner Whitespace. Gerne. Das sieht keiner gerne, genau. Es gab dann auch tatsächlich ein Treffen auf einer Konferenz und wir haben uns zusammengesetzt und darüber gesprochen. So ungefähr, ja, genau. Ja. Ich dachte, ja, okay, bisschen Formatting und so. Ich habe mir da gar keine Gedanken gemacht, aber okay. Hat man dazu gelernt und das war mein Learning so. Und ich halte es auch so ein Stück weit so, ist ja auch jetzt nicht so wichtig. Ne? Also deswegen beim Pull-Request, wenn halt bei einem Pull-Request jemand das vergisst, aber die Logik komplett funktioniert, kann man einen Hinweis geben, finde ich. Und wenn es dann halt doch nicht umgesetzt wird, würde ich jetzt nicht den Pull-Request nicht approven, deshalb doppelte Negierung, ihr habt es trotzdem verstanden. Also das ist so das Thema, was ich dabei sehe. Stefan, du siehst das anders. Na, also du hast mich erinnert, ich war einmal so in einer Situation, wo ich einen Pull-Request bekommen habe, wo jemand das auf Tabs geändert hat, was bei mir Spaces waren. Und das habe ich damals nicht gemerged. Und ich glaube, mittlerweile ist mir, glaube ich, relativ egal. Weil angenommen, die Autoformatierung schlägt bei dieser Person fehl, aus welchem Grund auch immer, dann das nächste Mal, wenn ich das Stück Code angreife, ist meine Autoformatierung, die greift. Also ich bin da sehr relaxed worden mittlerweile. Das ist so die Lux-Go-To-Maschine. Nicht? Also wenn ich in der Arbeit irgendwelche Pull-Requests einkriege, ja, passt, approve. Die anderen diskutieren dann recht. Aber ich winke mal alle Codezellen durch. Ja. Choose your battles, so nach dem Motto. Ne? Ja, genau. Also willst du dich jetzt um Tabs versus Spaces, willst du dich über Whitespace im Allgemeinen streiten oder willst du dich lieber darum kümmern, dass dieser Code nicht testbar ist, den du da geschrieben hast, deswegen geht dieser Pull-Request nicht durch und du hast auch keinen Test geschrieben. Das sind doch die Themen, die für uns wichtig sind. Der einzig wahre Pull-Request ist der das JavaScript durch CoffeeScript ersetzt. Aua. Ich muss weg. Dann spielt wenigstens der Whitespace auch eine Rolle. Ja, das war jetzt irgendwie ein Downer, Peter. Ich weiß ja auch nicht. vielleicht erstaunlich, aber ist das doch CoffeeScript? Das sollte uns doch die Energie einflößen, um
Ja. Müssen wir jetzt wieder durch alle Eclipse und Java-Witze durch? Okay. Ich habe zu einer Zeit angefangen zu studieren. 2010 im ersten Semester. Da war Twilight ganz heiß im Rennen. Dieser Film mit den funkelnden Vampiren. Mhm. Und ich glaube, der erste hieß Bis zum Morgengrauen. Und auf irgendeiner von diesen Bänden hieß auf jeden Fall auf Englisch Eclipse. Und jedes Mal, ich hock da, Einführung in die Programmierung, Enums, Public Static Void Main, google die ganze Zeit nach Eclipse, weil Eclipse dauert, meinte, ich mache alles falsch, zu rechter Weise. Und jedes Mal kam der funkelnde Vampir. Eclipse, it's not you, it's me. Aber das verwenden die Leute bei uns in der Arbeit auch immer noch. Das ist nicht tot zu kriegen, ja. Eclipse ist ja so ein Java-Monster, ne? Mm. Das war aber auch so eins, was dann bei Upgrades kaputt gegangen ist. Ja, genau. Das ist ja so richtig so Laptop starten, IDE starten, dann nochmal geschwind Kaffee machen, frühstücken gehen, Spiegelei, dann vielleicht noch Zähne putzen, einen Orangensaft trinken und dann auch vielleicht ist schon da, dann Git-Projekt auschecken und dann nochmal die ganze Prozedur auf den Kaffee gehen. Ja. Ich habe aber eine andere Frage, wenn ihr ja jetzt alle so interessiert seid, irgendwie auch an dem Java-Stack, ne? Vielleicht habt ihr euch in der Vergangenheit ja auch mal Gedanken gemacht über Companies oder sowas. Da gab es nämlich eine Frage vom Stefan Temme, danke dafür. Für welche Companies oder für welche Personen ihr eigentlich mal gerne eine Website gestalten wollen würdet oder halt mit Java einen Backend programmieren, sage ich jetzt mal. Und vor allem, warum? Ja, habt ihr da irgendjemand so im Hinterkopf? Auf jeden Fall. Also spätestens seitdem, da gab es ja letztens so eine Aktion mit Flyern, ne? Vom Zentrum für politische Schönheit. Und ich glaube, das könnte man auch in die digitale Welt übertragen. Also eher so eine Art Trollaktion dann mit begleiten, meinst du? Du weißt doch, mit wem du hier sprichst. Also, ne? Ich verrichte keine richtige Arbeit, ich troll nur rum. Und das würde ich halt eben dann auch da direkt machen. Hallo, zweifelhafter Verein. Ich baue euch natürlich gerne euer Backend. Ganz ohne Backdoors oder sonstige seltsame Sachen. Läuft. Ja, also ich glaube auch so, keine Ahnung, irgendwelche Vereine oder irgendwie NGOs oder sowas, das finde ich schon auch interessant. Ich habe jetzt nichts Bestimmtes im Hinterkopf, aber dann, das ist halt auch immer so eine Sache. Ich hab mal gehört, dass das relativ schwerfällig ist, diese Systeme dann auch im Hintergrund, die da so laufen. Also eigentlich so wie jede Enterprise Company. Und früher, ich weiß noch, Shep, die habe ich das irgendwann mal, glaube ich, erzählt, hatte ich immer mal Lust für so ein Nachrichtenunternehmen, sagen wir mal sowas wie die Zeit, Süddeutsche oder sowas zu arbeiten. Mhm. So eine Publishing Company. Da gibt es auch viele gute Gründe dafür. Weil es halt, da zählen irgendwie andere Metriken und da ist halt auch viel mit so semantisch gutes HTML modellieren und so. Das sind so die Disziplinen, die man halt da eher braucht, ne? Ich glaube, das kommt aber auch aus der Zeit, als die Webcrowds noch ein bisschen stärker waren und auch jeden Relaunch reviewed haben und es dann immer einen sehr langen Artikel gab, wo die das auseinandergenommen haben und dann den Daumen hoch oder runter, meistens runter gezeigt haben. Ja, und da gibt's ja auch so die BBC, die das cool macht und so ein paar Flaggschiff-Instanzen. Ja. Ja, du hast ja auf jeden Fall in dem Kontext ziemlich viel Erfahrung gesammelt, auch in den letzten Jahren, ne, mit der Rheinischen Post, hast ja, glaube ich, hier auch schon öfter mal von erzählt. Und ansonsten muss ich sagen, ich weiß nicht, wie die anderen es so sehen, ich bin so ziemlich ernüchtert eigentlich von, egal in welcher Branche man war als Freelancer, ja, weil die kochen halt alle nur mit Wasser und irgendwie gibt's halt immer ähnliche Probleme, deswegen auch, also ich glaube auch, und man hat ja doch auch ab und an mal Touchpoints mit vielleicht den großen Tech-Unternehmen irgendwo, ne, die sind halt auch alles nur Menschen, und so egal, wie viel man dann Google von der Technology-Seite in den Himmel hebt oder so, die machen bestimmt sehr, sehr viele coole Projekte, aber im Endeffekt gibt's dann halt doch immer ähnliche Herausforderungen irgendwie. Aber vielleicht geht's Vanessa ja irgendwie anders. Du hast mich gerade auf einen Punkt gebracht. Also erst, ich wollte die ganze Zeit antworten mit, ich habe jetzt tatsächlich keine gute Antwort. Ich bin ganz glücklich mit der Seite, die ich mache. Die macht mich ganz happy.
Google. Also bei diesen Google Maps, benutzt ihr das? Ja, genau. Durchaus. Also, mir ist ja bewusst, es ist kein richtiges Navigationssystem. Man zahlt ja auch nichts dafür. Ist halt ein Kartensystem. Warum fahre ich immer rückwärts? Speziell, wenn ich auf dem Fahrrad fahre, geht mein Pfeil immer nach hinten. Ich weiß gar nicht, wie das... Ja, ich weiß, ich bin auch nicht die Einzige, der es so geht, aber ich weiß auch gar nicht, wie es genau funktioniert. Ich meine, klar, da ist vielleicht ein Kompass drin, aber ich fahre in diese eine Richtung und der Pfeil wird auch nicht umgedreht. Und am schönsten ist es, wenn ich in einen Tunnel reinfahre, dann vielleicht mit dem Auto, dass ich fahre in den Tunnel rein und dann dreht sich der Pfeil um, als wäre ich jetzt gewendet im Tunnel. Und vielleicht musst du deinen Kompass nochmal irgendwie kalibrieren. Das ist mit drei Handys schon passiert. Da habe ich aber eine Idee, das habe ich mal gehört, das hat jemand gemacht in dem Kontext. Die haben sich bei der Firma, in dem Fall Google, beworben, eingestellt worden, Bug gefixt und direkt wieder gekündigt. Das glaube ich, das wäre jetzt so ein Ding, weil das nervt mich schabisi. Also ich kann natürlich auch immer Apple Maps verwenden, aber manchmal nehme ich halt doch Google und ich wundere mich immer, ob das niemanden auffällt. Das muss doch mal jemand testen. Gut, das muss doch jemand testen, da habe ich mir schon bei sehr vielen Webseiten gedacht. Vielleicht ist das jetzt kein Ansporn. Letztens habe ich auch denen einen Bug gemeldet oder einen Feature-Wunsch. Und zwar nervt mich, dass ich navigiere immer mit Google Maps. Ich finde das mega. Funktioniert auch super. Aber wenn eine Straße gesperrt ist, dann will ich das dadurch navigieren. Und selbst wenn du dann kehrt machst, also du hast keine Möglichkeit zu sagen, nein, ich will da nicht durch, geht nämlich nicht. Dann ist der ist wirklich so, du bist total lost, weil das Ding einfach immer wieder will, dass du umdrehst und da durchfährst. Und bei Navigon, da konntest du halt immer schön so eine Straße antippen. Dann konntest du sagen, ist temporär gesperrt. Und bei Google, da geht das eben nur, du kannst halt Feedback vom Rechner aus. Du kannst dann irgendwie an der Map irgendwas markieren und sagen, hier ist gesperrt. Und wenn das genug Leute machen, dann übernehmen die das in die Karte. Nützt dir halt in dem Moment nichts. Zum Beispiel, wenn es eine Überflutung gibt, was ab und zu mal alle 100 Jahre passiert und dann irgendwelche Straßen nicht passierbar sind, weil irgend so ein blauer THW-Wagen steht. Oje. Dann habe ich denen gesagt, also das ist echt doof. Warum kann man das nicht machen? Und also der Support ist echt grottig. Erstmal hat er mir halt die Tipps gegeben. Hier, guck mal, so kannst du das ja machen. Ja, super. Da steht unter Android, geht das nicht. Man muss an den Desktop-Rechner gehen. Und dann muss man eben das einpflegen. Und dann meinten die, ja, dann sag doch, welche Stelle das war. Ich so, hey, keine Ahnung, welche Stelle das war. Ich bin im Auto unterwegs. Wenn ich ein Navi brauche, dann, weil ich halt nicht weiß, wo ich bin, ne? Die haben es nicht gecheckt. Aber am Ende sollte ich auf jeden Fall eine Bewertung ausfüllen unter einem Link, aber die haben den Link halt auch nicht mitgeschickt. Vielleicht muss ich da den Google Maps Dev-Account mal anschreiben oder so. Das ist wahrscheinlich die einzige Lösung, ne? Aber wo wir eh schon über so, ich versuche hier nochmal auf unsere Fragen Bezug zu nehmen, wo wir eh schon so ein Stück weit über auch Unternehmen gesprochen haben, in denen man vielleicht arbeitet, und lasst das ruhig weiterhin gerne mit einfließen. Aber habt ihr denn auch schon mal bei so Unternehmen, bei denen ihr wart, relativ viel, und das ist jetzt eine Frage vom Basti, mit Self-Taught Developers, also Leuten, die sich alles selbst beigebracht haben, irgendwelche Erfahrungen gemacht? Und wenn ja, welche denn eigentlich? Oder sind wir vielleicht selber in dieser Rolle? Ich habe einen Kollegen gehabt, jetzt schon in zwei Firmen, also bei der ersten Agentur, wo ich war, und jetzt bei deiner Trist, der fällt so in die Kategorie Self-Taught. Der hat eigentlich Grafik nicht studiert, sondern in so eine Grafikschule ist er gegangen, also so Design und Grafik und keine Ahnung, aber der hat halt so neben der Schule in sehr jungen Jahren ein sehr paar Brötchen verdient durch Webseitengestaltung. Ne? Und der hat sich da reintigert und ist jetzt irrsinnig drauf auf dem Thema, also ist ganz stark im CI/CD-Thema und Build-Pipelines und Tooling etc., da macht er gerade massiv Wetter und ist sehr spannend, mit ihm zu arbeiten. Also er hat eine irrsinnig schnelle Auffassungsgabe, dass er sich neue Sachen auf die Platte lädt. Und in manchen Diskussionen merkst du dann halt, dass ein paar so Basic-Sachen vielleicht doch fehlen, aber die kriegst du halt ganz schnell rauf. Und ich glaube, du musst halt einfach so ein richtiger
ja, so eine Person dazu sein, dass du halt nicht davor schaust, dir ständig neue Dinge auf die Platte zu laden und ständig neue Sachen zu lernen. Dann geht es. Und ich glaube, das ist aber dann, weil die Frage ja da auch aufs Alter abzieht, oder das ist, glaube ich, die nächste Frage, sorry, beim Quereinstieg, die können wir vielleicht gleich kombinieren. Das ist aber, glaube ich, dann altersunabhängig. Also so wie du zeigst, dass du dich nicht scheust von neuen Erfahrungen quasi, geht das in jeder Altersklasse. Also ich habe da einmal ein Jobinterview mit jemandem gehabt, der für die Gruppe, wo wir waren, wo so lauter Anfang 20er, mit 20er waren, war halt mit seinen 45 Jahren doch deutlich älter, wo ich mir denke, okay, das war früher. Jetzt gehe ich schon eher so in die Richtung auf die 45. Ne? Also da war ein starker Unterschied. Aber der hat sich auch selbst beigebracht in den letzten 3 Jahren. Und hat auch total funktioniert. Ist auch komplett, also der war, glaube ich, Tischler. Genau, der war Tischler, wollte Webentwicklung machen. Und das kann funktionieren. Aber es ist wirklich, glaube ich, eher so eine Typsache. Also ich halte, glaube ich, nichts davon, dass Leute jetzt hören, hey, da gibt's Geld in dem Bereich, du kannst ein Bootcamp machen in einem halben Jahr und dann hast du es drauf oder so nicht, oder mach einen Wirtschaftsförderungsinstitutskurs und krieg ein Zertifikat und solche Sachen. Das funktioniert eher nicht so. Da ist eher besser, du baust, du entwickelst, du fällst auf die Nase. Also gerade Web-Technologien haben so einen wunderschönen Einstiegspunkt mit, du kannst einfach mal bauen und ausprobieren und deployen, und da ist sehr, sehr, sehr niederschwellig. Ja. Und da Erfahrung sammeln, und dann kann das funktionieren, meiner Meinung nach. Ja, bei mir ist tatsächlich auch so, ich habe keine offizielle Ausbildung oder sowas in dem Bereich gemacht, alles einfach nach dem Zivildienst bin ich da eingestiegen. Und ich weiß, bei dir, Peter, du hast ja auch so das ein oder andere links und rechts mal studiert, aber ich glaube, im so CS-Bereich, Computer Science-Bereich warst du offiziell auch nie, oder? Ich würde sogar sagen, ich habe von dem schnellstmöglich Abstand genommen. Sobald Informatik in der Realschule abwählbar war, habe ich das gemacht. Weil ich weiß nicht, was das Gegenteil von Motivation ist, aber die dort verantwortliche Person war sehr gut da drin. Und ich habe das halt erst hinten raus, als ich halt irgendwie mich durch die Gegend studiert habe und irgendwie festgestellt habe, oh, ich brauche Kohle, weil ich war ja so schlau, mit Studieren anzufangen, als Niedersachsen gerade Studiengebühren eingeführt hatte. Und kaum hatte ich aufgehört, haben sie das auch schon wieder in die Tonne getreten. Aber für die Zeit musste ich halt irgendwie da pro Semester 500 Schleifen irgendwo her auftreiben. Und dann habe ich halt eben Webseiten gebaut, weil, ne, ich habe halt damals vor allen Dingen, also da war ja das mit dem Franken-zu-Euro-Kurs, da war das zu dem Zeitpunkt richtig krass. Und ich habe halt einfach irgendwelche niederen Arbeiten für irgendwelche Schweizer Buden gemacht, die halt eben gedacht haben, hier, der Niedriglöhner, und ich so, katsching. Das hast du ja bis zum Ende gemacht, ne? Also bis 2010, bis du umgesattelt bist auf hier, also für Schweizer Arbeiten, meine ich. Das war ja, so. das war und ist weiterhin ganz gut, wenn man da einfach so, ne, dieses Währungsdelta ausnutzen kann. Das ist schon nicht verkehrt. Ja, cool. Also ja, ich habe halt auch nichts gelernt, bis ich halt irgendwann mal vor der Notwendigkeit stand. Okay, jetzt musst du mehr machen, als da in Photoshop rummalen. Da muss irgendwie HTML draus werden. Frontpage ist nicht so ganz der Bringer. Also wie geht denn der ganze Krempel? Ja, ich wollte studieren und habe es dann aber nie gemacht. Also ich bin auch so in den Job reingeschlittert. Einfach reingeslidet. Aber was passiert ist, und damit würde ich gerne eine kurze, schnelle Antwortenrunde sozusagen einläuten. Was passiert ist, du hast dir dein jugendliches Aussehen bewahrt. Und die Frage vom Frederik Braun, wie schaffst du das eigentlich, Shep? Ja. Das ist eine gute Frage. Also es gibt sehr viele gute Cremes für Männer. Die du uns jetzt natürlich namentlich nennen möchtest und mit einem Gutscheincode versehen. Und diese OPs, wo man sich so Haare von der Brust auf den Kopf transplantieren lassen kann. Da anschließend auch von Matuzzo, wie schafft man es eigentlich, so ein geschmeidiger Typ wie du zu sein? Ich weiß jetzt nicht, Stefan, du hättest das eigentlich wahrscheinlich vorlesen müssen mit einem österreichischen Akzent. Das schneiden wir raus. Danke. gegen Shitstorm möchte ich nicht. Nein, du hast es eh gut gemacht. Der Matuzzo redet so eher wienerisch, das kann ich eh nicht. Ja. Aber gut. Aber ja, wie schafft man das, dass du so ein geschmeidiger Typ bist? Ne? Das ist, denke ich, Naturtalent. Hey, das sind auch die Cremes. Du musst uns diese Cremes verkaufen. Ja, auf jeden Fall.
ja. Kann ich mal. Shep, du bleibst besser Entwickler. Mit Influencer sein ist das, glaube ich, das ist nicht so deins. Ich glaube auch nicht. Aber tatsächlich zu diesem jugendlichen Aussehen, das ist ja, also das gibt's tatsächlich in unserer Familie. Das kommt von meiner Mama. Die musste nämlich irgendwie noch mit 25, musste die an der Disco immer ihren Ausweis zeigen oder mit 30, weil die irgendwie so eben so kindlich vielleicht noch ausgesehen hat. Und ein bisschen was haben mein Bruder und ich da abbekommen. Für mich ist das ganz, ganz cool, weil, also ich bin Stand jetzt ja 43 und so bei, und in so einem Programmiererrudel ist man ja schon ein alter Sack eigentlich. Ich falle aber nicht ganz so auf. Also das ist ganz cool. Also ich gehe immer so ungefähr als 10 Jahre jüngerer Mensch durch und dann sind die immer schockiert, wenn ich dann Geburtstag feiere und ich dann eben offenlege, wie alt ich geworden bin. Genau. Also mir kommt das eigentlich ganz gelegen, weil Programmierer müssen irgendwie immer jung und dynamisch sein und so weiter. Und mein Bruder kommt es nicht so gelegen, der arbeitet nämlich bei einer Bank als Risikomanager und der muss irgendwie anderen sagen, was die machen sollen, damit irgendwie die Bank nicht per Ransomware oder was weiß ich, was für Dinge passieren können, kaputt geht. Und da ist natürlich dann, also je jünger du wirkst, desto weniger ernst nehmen dich die Leute. Das ist halt dann in dem Fall eher schlecht. Ja, das stimmt. Ich wollte noch mal die schnelle Antwortenrunde sozusagen weitergehen. Und Vanessa, angenommen, man ist jetzt aber dann schon so alt eingeschätzt, dass man seinen Personalausweis nicht mehr vorzeigen muss in der Disco oder da steht über 18 drauf, da möchte man vielleicht auch mal einen Wein trinken. Was ist denn eigentlich dein Go-To-Wein? Ist nämlich auch eine Frage von den Hörerinnen und Hörern. Zinfandel. Auch bekannt als Primitivo aus Italien, aber es gibt es auch aus Kalifornien und heißt Zinfandel und ist mein Go-To-Wein. Der Weiße ist ein, bei Weißwein würde ich Chardonnay aus dem Barrique-Fass nehmen. Und Roséwein trinke ich nicht. Man muss aber dazu sagen, du hast ja auch einen Wein-Podcast und daher kommt wahrscheinlich der Hintergrund bei der Frage, ne? Der Ausbaufähig. Eine Frage an dich, Peter, von Chris Ruppelt. Wann kommt eigentlich das Remake von NS Fenris? Oh je. Also, es begab sich zu der Zeit, als die Dinosaurier die Welt beherrschten und als, in der Lücke zwischen Studieren zu Webseitenübergang und was auch immer da vorher war, als ich Informatik abgewählt habe, habe ich ganz viel so Maps für Computerspiele gebaut, für so Half-Life und Half-Life-Zubehör. NS, Natural Selection, war ein so ein Mod dafür und da habe ich dann damals sozusagen rausgefunden, dass es ja ziemlich Spaß macht mit so Computerteilen, mit so Compilern und so, die braucht man ja halt eben auch, um so eine Map irgendwie in ausführbare Form zu kompilieren, da immer so schön ans Limit zu gehen und irgendwie sozusagen so, mehr Polygone darf ich also nicht verwenden, was ist, wenn ich aber will? Und das habe ich halt mit dem Ding damals so ziemlich ans Limit getrieben und anscheinend habe ich dem irgendwann mal versprochen, ein Remake zu machen, weil der, mit dem da habe ich mich, mit dem Herrn, der das gefragt hat, habe ich mich damals in dem entsprechenden Forum rumgetrieben, in so einer alten PHP-Software, wo man sich dann gegenseitig gesagt hat, guck mal hier, hab's gebaut, wie findest du das? Und dann, ja, das ist aber ganz schön pink, das Licht, vielleicht willst du da noch mal dran drehen. So Zeug. Ja, wann kommt das Remake? Wahrscheinlich nicht so bald. Weil ich tatsächlich auch sagen muss, dieser Kram, da gab's halt einen ziemlich gut definierten Punkt, an dem ich so gemerkt habe, dass mir das keinen Spaß mehr macht, weil das so von dem ganzen, also die Polygonanzahl in solchen Spielen ist ja immer nur nach oben gegangen. Und es gab halt irgendwie so eine Zeit, da ging das einigermaßen problemlos, dass man wirklich so, so wie so ein Autorenfilmer wirklich sagen konnte, ich baue jetzt hier so ein Level und ich krieg's hin, dass alles da drin dann von mir kommt. Also so inklusive jede Wandtextur oder so. Dann bin ich dann so mit der Kamera durch die Gegend gewackelt und habe halt irgendwie so in irgendwelche Wände abfotografiert und das dann in Photoshop so aufbereitet, damit ich es dann an die Wand klatschen kann und so. Und das ging halt irgendwann nicht mehr, weil einfach der Aufriss so groß geworden ist, dass man dann irgendwelchen Third-Party-Krempel hätte verwenden müssen. Und das fand ich damals nicht gut. Jetzt ist natürlich heutzutage mein Node-Modules-Folder genauso groß wie der von jedem anderen auch. Das heißt, irgendwie stört mich das nicht mehr. Aber das hat mich damals davon weggetrieben und deswegen kommt das Remake wahrscheinlich so bald nicht, würde ich befürchten. Cool. Dann übernehme ich ganz
ganz geschwind, weil der Hans kann sich die Fragen nicht selber stellen. Und, ja. Und Frage im Raum der Schnellfragerunde vom Manuel Matusovic, was sind deine Top 3 NoFX-Songs? Oder wie wir heute in Österreich sagen, NoFX. Aber NoFX, okay. NoFX, wie auch immer. Ja, coole Frage auf jeden Fall. Also natürlich in Anlehnung an meinen Twitter-Handle Drublick, der tatsächlich sich anlehnt an ein NoFX-Album, von dem auch die Nummer 1 gleich kommt und die Nummer 2, glaube ich, auch von meiner Liste. Das Album heißt nämlich Punk in Drublick und mein Twitter-Handle ist ja Drublick. Und Punk in Drublick ist diese Umkehrung von... Na, ihr werdet das schon selber herausfinden. Die Nummer 1 ist auf jeden Fall Linoleum. Das ist, glaube ich, so das Top-Lied, was jeder auch krass feiert von NoFX, von diesem Album. Wie gesagt, ich glaube, von 95, 96, so um den Dreh müsste das Album sein. Also ich war noch sehr klein, ich habe das viele Jahre später gehört. Und vom gleichen Album gibt es das Lied Don't Call Me White, auch richtiges Brett, richtig cool. Ich weiß noch, als ich irgendwann mal in Münster auf einem Festival war und die das da gespielt haben, ging übel ab. Und von einem neueren Album 13 Stitches, auch ein richtig cooles Lied, ein bisschen andere Gangart, sagen wir mal. War on Errorism heißt das Album von 2003, nachdem es da ja also von den USA so die Einmärsche in den entsprechenden Ländern gab, ein bisschen Kritik daran auf dem Album zu finden. 2003er Baujahr, also ist schon was her. Kritik, ist das die Untertreibung des Jahres oder des Jahrhunderts? Ja. Die Hörerinnen und Hörer werden das schon selbstständig herausfinden. Ich glaube, was vielleicht noch als Funfact ganz interessant zu nennen ist, es geht hier gerade parallel in unserem Chat nämlich so ein Stück weit durch die Nachrichten. Es gab auch mal einen Twitter-Account, ich glaube, der existiert nicht mehr, Dr. Ublitsch, weil die Leute sich immer gefragt haben, woher kommt das eigentlich? Und irgendwann hat sich irgendwer, ich weiß nicht, wer das war, hat sich entschieden, ich mache mal so einen Spaß-Account und vergackeier den Reineln ein bisschen. Und das ging auf so ein paar Konferenzen dann, wenn wir damals unterwegs waren. 2013. Das waren doch der Anselm und der Jay. Wahrscheinlich, ja. Der Jay Meissner, den wir schon vorhin erwähnt hatten. Der genau. Ja, kurze Antwort war dann doch nicht so kurz, aber dann sind zumindest die drei Top NoFX-Songs auch nochmal raus. Und vielleicht zum Abschluss der Fragerunde, Shep, an dich die Frage vom Stefan. Was ist denn eigentlich dein Lieblings-IE-Bug? Oh, was ist mein Lieblings-IE-Bug? Also es gab ja den, dass wenn Element links gefloatet hatte und ein Margin hatte nach links, dass der sich verdoppelt hat. Der war ganz cool. Da musste man nämlich dann ein Display-Inline auf das Element setzen und dann war er nicht mehr verdoppelt. Vielleicht den. Ich weiß nicht, ob das der Peekaboo-Bug war. Was ist denn dein liebstes IE-Feature, das es nicht mehr gibt? Das sind die Exclusions. Die finde ich mega. Okay. Was machen die? Entschuldigung, ich war ja zu dem Zeitpunkt nicht zurechnungsfähig, als der IE aktuell war. Exclusions, du kannst irgendwelche Elemente absolut in anderen Elementen quasi oder in einen Dings positionieren und alles andere fließt drumherum. Also, weil es gibt also so ein bisschen wie Floats, nur flexibler. Also, weil du kannst ja zum Beispiel nicht in der vertikalen floaten. Und es gibt durchaus so Momente, wo es cool wäre, wenn man das machen könnte. Genau, ansonsten gibt es, glaube ich, nichts, was der IE. Ja, also, was noch cool war, da hatte ich ja im IE-Artikel. Da in meinem Abgesang auf die alte Engine. Was ich auch cool fand, war dieses Data-Binding per Markup. Also quasi so eine Art View oder Angular, aber in vom Browser unterstützt. Das fand ich auch cool. Okay, keine HTC-Files als so Lieblingsfeature. So von der Idee her. Ja, die waren auch gut. Wobei ich da hätte ich die Expressions besser gefunden. Das waren ja quasi so wie, du konntest einzelne Properties mit JavaScript schreiben. Also der Value war in JavaScript, das
quasi in Echtzeit ausgewertet wurde. Und da konntest du halt damals schon so Max-Width und Max-Height und so, was ja erst später kam, durch mit IE7, konntest du dann schon per Script eben machen. Aber das hat halt einen schlechten Ruf, weil man damit die Performance des Browsers natürlich ordentlich tanken konnte. Aber das ist im Prinzip das Gleiche, was Houdini mittlerweile macht. Ja, und vor allen Dingen ist es ja so schön, es hat einen schlechten Ruf, weil es JavaScript in CSS ist, so ähnlich wie CSS in JavaScript ja auch nicht allgegenwärtig so gleich gut aufgenommen wird. Das ist ja eigentlich eine recht schöne Symmetrie. Genau, und das war aber zu einer Zeit, wo einfach auch Leute nicht gut in JavaScript waren. Also die haben auch einfach scheiß JavaScript geschrieben. Und das Problem war einfach, so das Talent der Leute war das Problem und nicht das Feature. Also so wie heutzutage mit JavaScript ja auch. Wo wir gerade schon CSS-Features angesprochen haben, jetzt auch mit den HTC-Files, hießen die so? Ja, ne? Mhm. Gibt es denn irgendein Feature, was ihr, und das fragt der Thomas, aus dem Standard am ehesten noch verbannen wollen würdet? Und wenn ja, warum? Das Box-Modell. Mhm, guter Boah, Punkt. Das wär's. Ja. Bringt niemandem was. Nee. Das ist der kreislichste Hotfix, der uns seit Ewigkeiten verfolgt. Irgendwie die zwei Boxmodelle zusammenbringen auf eins durch das Boxsizing. Ja. Ja. Ja, also praktisch, das hattest du ja, glaube ich, auch geschrieben. Der IE hat es am Anfang irgendwie richtig. Dann kam die restliche Welt, hat es falsch implementiert. Und jetzt gehen wir alle hin in unseren CSS-Resets und packen irgendwie dann entsprechend die richtige Variante Borderbox wieder rein. Es wäre irrsinnig spannend zu sehen, ob diese ganzen Menschen, die diese Website-Scans machen, wo sie einfach einmal alle Top-Millionen Domains durchchecken und Analysen fahren, wegen Technologien und so weiter, überprüfen, ob Box-Sizing Borderbox überall defaultmäßig auftrat ist. Und ob eigentlich diese Content-Box, glaube ich, ist die zweite, ne? Ob das überhaupt nur irgendwer macht. Oder ob eh schon jeder Entwickler seit den letzten 10, 15 Jahren auf das andere geht. Mhm. Na gut, bei Contentbox musst du ja dann quasi gar nichts machen. Oder willst du nur wissen, ob man also das habe ich schon mal gemacht, dass ich in Einzelfällen tatsächlich gesagt habe, hier möchte ich jetzt tatsächlich umschalten, einmal auf Contentbox. Echt? Ich da, doch, jetzt ist die Frage, ob du der Einzige bist, der das tut. Hast du ein Beispiel, warum du da auf Contentbox umschalten wolltest? Der konkrete Kontext, den weiß ich nicht mehr, aber da ist es, also was ich eben wollte, ist, dass der innere Bereich eben die gleiche Breite hat wie, also eventuell doch vielleicht bei so Dingen, die quasi links und rechts vom Content wieder rausragen, also quasi zurück in den Padding reingehen, den ich habe, dann würde ich dem Ding, das quasi innen drin ist, in dem gepaddeten Bereich, würde ich dann eine Width von 100% geben und dann nochmal das Padding zusätzlich drauf. Ja, weiß nicht, so in die Richtung ging das, glaube ich. Aber weiß nicht, wenn ich meine Codebases jetzt durchsuche, weiß nicht, ob ich es da irgendwo noch finden würde. Die spannende Frage ist, wenn wir jetzt sowieso sagen, dass wir alle immer nur Box-Sizing verwenden, dann frage ich mich gerade, warum mache ich eigentlich dann diese Syntax, die im Prinzip ja wieder so ein Opt-out macht. Also, dass man nicht einfach sagt, Stern kriegt Box-Sizing, Border, Box, sondern dieses mit dem Inherit-Ding, dass man das sozusagen Box-Sizing auf Inherit stellt und auf dem Root-Element stellt man es einmal auf Border, Box, damit das dann runtervererbt wird und man kann dann selektiv wieder so ein Opt-out machen. Aber wenn nicht mal der Shep das jemals tut, warum machen wir das eigentlich? Dann wäre doch einfach Stern und alles und fertig eigentlich die einfachere, sinnvollere Variante. Ich glaube, das Inherit geht auf Pseudo-Elemente. Und ich glaube, das tut einfach mit einem, also die werden vom Stern ignoriert. War das nicht so ein Thema? Also in meinem Reset habe ich Sternchen, Komma, Sternchen, Doppelpunkt, Doppelpunkt before und nochmal Sternchen, Doppelpunkt, Doppelpunkt after. Also Inherit wäre schon eigentlich ganz sinnvoll tatsächlich. Ja, ja, in der Theorie, aber in der Praxis fällt mir jetzt auch gerade auf, wo ich drüber nachdenke, dass ich von dieser Möglichkeit nie Gebrauch gemacht habe. Naja, die wahren Hipster benutzen eh Padding-Box. Sowieso. Das benutzt doch kein Schwein, oder? Ich habe auch gerade mit Entsetzen feststellen müssen, dass das auch gar nicht mehr supported wird. Echt? Nee, das gab's offenbar. Also es gibt offenbar für Box-Sizing nur noch Border-Box und Content-Box und Padding-Box, obwohl es in meinem Gehirn irgendwie noch einen Platz hat,
hat offenbar in den Browsern keinen Platz mehr, erstaunlicherweise. Ist das jetzt so anti-hipster oder was? Du hast das verwendet, bevor es nicht mehr cool war? Oder? Boah, kannst du mich das irgendwie an einem Nicht-Freitagnachmittag mal fragen? Mir fallen übrigens noch zwei Dinge ein, die man wahrscheinlich aus CSS auch rauswerfen könnte. Das sind so Media-Types wie, was war das? Portable? Handheld, so. Mhm. Da gibt es ja noch so diverse andere, die kein Schwein benutzt. TV, genau. Und das hat ja Apple eigentlich kaputt gemacht, dadurch, dass die so getan haben, als wären die einfach ein Desktop-Device. Das andere sind diese ganzen, also du kannst ja auch Sprache stylen mit CSS, mit dieser ganzen Voice- und Oral-Zeugs und so, das nie supported wurde. Das finde ich eigentlich ganz interessant. Würde ich gerne mit rumspielen, aber gibt's nicht. Geht nicht. Kann man da so Sachen wie Betonung mit dann so stylen? Also könnte ich meine Webseite in den Samuel L. Jackson Modus versetzen? Ja, wo, wenn ich wahrscheinlich mich vorlesen lasse, dass sie mich erstmal zusammenfaltet. Ja, wäre cool. Nee, aber also vielleicht nicht in dem Maße, aber du kannst schon so einen Einfluss nehmen. Ich denke, was man auch entfernen könnte, wäre Fokus Outline None, solange man keine Alternative setzt. und aus HTML könnte man mal überlegen, ob man vielleicht den Autofokus mal überdenken oder rausschmeißen sollte, weil ich jetzt auch gelernt habe, dass Autofokus wohl nicht gerade accessible ist, tatsächlich auch gegen die Richtlinien verstößt. Eigentlich auch mit einer sinnvollen Beschreibung von, persönlich möchte ich das ja eigentlich auch nicht. Man geht auf eine Seite und möchte ja erstmal so in seinem Lesefluss gucken, was man ist und nicht so, boom, Input fällt. Auf jeden Fall habe ich das letztens gelernt, dass Autofokus nicht so eine Dolle ist auf Inputfeldern. Ja, zumal der dann auf dem Touch-Device auch direkt die Tastatur aufgeht. Ja, das also auf Desktop macht es dann, also für mich macht es sogar auf Desktop dann Sinn, wie ich dann gemerkt habe, dass es irgendwie auch nett ist, wenn man nicht gleich irgendwo fokussiert wird. Und ja, auf Mobile, ich glaube, was auch die Leute dann vielleicht übersehen ist, wenn man zum Beispiel auf so eine Design-In-Seite kommt, wo man Autofokus wird und dann schon runterscrollt, wenn es irgendwie zentriert war und dann kriegt die Tastatur auf und bam, dann kommt der Cookie-Banner und dann flackert schon wieder alles. Ja. Also vielleicht ist sowas wie Autofokus cool, wenn man das irgendwie umwidmet. Also dass wenn du ein Dialogfenster aufmachst oder ein Modal, dass du vielleicht so das erste Element, das dann den Fokus erhalten soll darin, dass man sowas vielleicht markiert. Ja, ja, dann braucht man das nicht mehr so in JavaScript irgendwie schreiben, das erste fokussierbare Element zu suchen und darauf den Fokus zu setzen. Das wär nett, ja. Jetzt haben wir ja schon ein paar Punkte festgehalten, die man vielleicht rausstreichen könnte aus den Spezifikationen. Ich glaube, wem das auf jeden Fall entgegenkommen würde, Peter, wäre ja dir, ne? Weil du hast ja echt auch viel der Spezifikationen durchgelesen, verarbeitet, in Slides gepackt und ähnliches. Und Andreas Sander fragt, ob du da eine bestimmte Herangehensweise hast, wie du das schaffst, dir die alle so drauf zu schaffen, die Spezifikationen. Ich weiß ja nicht, ob ich mir wirklich die Spezifikationen drauf schaffe oder ob ich mir einfach nur merke, aha, das steht da drin. Und dann so im Zweifelsfall weiß, wo ich nachgucken muss, wie das halt eben oft so ist. Also ich meine, die unser allerwichtigste Metafähigkeit ist wahrscheinlich das zielgerichtete Durchsuchen von Dokumentationen, Suchergebnisseiten und dergleichen. Und halt eben so eine gewisse Metakenntnis, wie so Dinge im Großen zusammenhängen. Aber wenn es halt eben darum geht, wie genau funktioniert das, dann ist das ja mehr so ein Herauskramen als das. Also nö, ich habe keine Herangehensweise. Das Wichtigste ist halt, und ich bin jetzt gerade auf Twitter und suche gerade, ich glaube, Brett Frost war das, der von dem mir just heute Morgen irgendwie so eine Tweet-Serie entgegengekommen ist, wo der halt genau die gleiche Frage für CSS beantwortet hat. Und zwar genauso, wie ich die allgemein beantworten würde, mit, ja, tue ich halt nicht, das meiste ignoriere ich, bis ich es mal brauche und dann schaue ich es mir halt genau an. Und wenn ich es für Blödsinn halte, vergesse ich es halt auch gleich wieder. Also es ist halt so ein Filter-Ding vor allen Dingen, ne? Also genauso wie ein Entwickler halt eben über sein Framework Bescheid weiß, nämlich ich weiß, wo es steht, weiß ich das halt eben über die Spezifikation und dafür halt eben nicht, wo es beim Framework steht, weil ich halt eben keine ehrliche Arbeit verrichte, sondern bloß quatsche.
Sehr schön. Andere Leute verrichten aber dann das von dir so zitierte ehrliche Arbeit. Vanessa, du machst ja auch sehr viel einfach in der Frontend-Community oder kennst dich auch viel aus in den Technologien. Und Stefan fragt, wie würdest du heute eigentlich eine moderne Frontend-Architektur für eine Web-App angehen mit deinem Background-Wissen, was du so hast? Da hast du jetzt, glaube ich, tatsächlich die schwerste Frage auch rausgesucht. Für eine Web-App. Das heißt, ich stütze mich mal jetzt tatsächlich auf den Begriff von App. Das klingt nach was Interaktivem, wo ich tatsächlich, keine Ahnung, Dashboards habe. Also wir gehen jetzt wirklich von was Client-Heavigem aus. Da kann ich ja auch eben antworten, was ich ja aktuell mache. Wir haben eine Full-Stack-Application, wo ich Vue.js so ein bisschen wie jQuery einsetze. Aus dem Grund, ich weiß, dass Nuxt gehypt ist, ich weiß, dass Next gehypt ist und das hat sehr gute Gründe, es sind extrem gute Tools. Man darf aber auch nicht vergessen, welcher Overhead da teilweise mitkommt. Also das heißt, wenn Vue mal in der Version 4 rauskommt, dann hat man vielleicht wieder ein Jahr Verzug, bis dann Nuxt wieder auch auf die neue Version umswitcht. Und man geht halt immer mehr in so eine kleinere Bubble, in so eine kleinere Bubble rein, wenn man da Framework auf Framework stopft. Und für eine Web-App, ich glaube, es kommt noch ein bisschen aufs Backend drauf an, weil vielleicht macht ja auch irgendwie Hotwire Sinn oder irgendwie so ein Laravel, was wir da jetzt gerade drüber gesprochen hatten. Vielleicht geht es auch in Richtung Jamstack. Und eigentlich würde ich gerne antworten, in die Richtung von Svelte zu gehen, aber das kommt dann tatsächlich drauf an, was man damit im Endeffekt genau vorhat, wie groß soll die Teamgröße sein. Das heißt, findet man da auch tatsächlich genügend Entwickler, Entwicklerinnen in dem Stack dann? Ja, ich meine, ansonsten ist natürlich so ein Traumstack wahrscheinlich, man deployt das irgendwie auf Netlify und auf Vercel und hat sein Storyblock Headless CMS dazu als Jamstack und am besten auch noch mit dem Nuxt verknüpft, weil es ja alle so dolle. Wenn man in dieser Situation ist, vielleicht auch so eine E-Commerce Seite hat, die wirklich client-heavy sein muss, ist das bestimmt ein Ding. Ansonsten würde ich eher in die Richtung gehen, von vielleicht auch Inertia.js mal anzuschauen oder auch Alpine.js. Da es ja doch mittlerweile auch wirklich der Fall ist, dass man ES-Modules im Browser auch einfach laden kann und man sich vielleicht hinterfragen könnte, ob man jetzt wirklich Vue.js braucht, wenn man einfach nur ein bisschen einen Loading-Spinner haben möchte und ein bisschen einen Dialog, was aufgeht, was irgendwie blöd ist, wenn man das mit Document Query Selected Dialog Show und Hide machen müsste. Und ob es nicht vielleicht auch tatsächlich mal eine HTML-Form auch einfach tun würde mit so einem schönen Submit und funktioniert einfach. Ich würde nicht alles sofort mit Microfrontends erschlagen. Das war ganz witzig, als ich ins Startup gegangen bin und mich Leute fragten, ob ich da jetzt Microfrontends mache. Und ich, nein, um Gottes Willen. Das mache ich natürlich nicht einfach so. Ja. Also Microfrontends, nicht so im Stil, für ganz, ganz kleine Frontends. So. Passen auf die Uhr. Also. Ich glaube, wenn man sich dann mal entschieden hat für so ein Framework, dann geht es ja auch nochmal los. Ne? Mhm. Also ich nehme jetzt mal aus dem React-Kontext oder so. Du hast ja vorhin schon CSS in JS angesprochen. Das ist dann eine Entscheidung, die man wahrscheinlich treffen muss und wahrscheinlich wie baut man sein Storage auf, ne? Was möchte man denn eigentlich für eine architektonische Herangehensweise verfolgen, wenn man seine Komponenten schreibt und sowas? Also unterscheidet man zwischen logicless und sozusagen Business-Logik enthaltenden Komponenten oder macht man sowas nicht? Das wären noch so Fragen, die ich auf jeden Fall mir immer irgendwie stelle, wenn ich da an eine neue Applikation rangehe. Ich weiß nicht, wie es den anderen so geht. Für mich abschließend würde ich sagen, man sollte einfach, also ich habe gelernt, nicht von Anfang an zu versuchen, overengineeren und sich erst komplexe Lösungen reinzuholen, sobald ich überhaupt komplexe Probleme habe. Und manchmal kann man auch HTML und CSS ausliefern an 2 Tagen und Kundin ist glücklich. Das ist eine sehr schöne Antwort. Also ich habe auch so das Gefühl, ich war jetzt in den letzten 6 Jahren 3x für ein Produkt ein JavaScript-Framework ausgesucht, damit wir alle so eine super Single-Page-Application schreiben können. Und nie haben wir uns gefragt, ob wir überhaupt
ans Brauchen. Oder ob man, ob nicht einfach diese, ganz einfachen, bewusst gestreuten Interaktionen über eine kleine JavaScript-Bibliothek nicht die bessere Idee wären. Und in den meisten Fällen ist es so. Also man braucht nicht alles auf den Client verfrachten, nur wenn man glaubt, das gehört so. Deswegen gefällt mir die Antwort sehr, sehr gut. Jetzt haben wir ja eben schon gehört von, vielleicht würdest du mal Svelte verwenden für das ein oder andere Projekt, Vanessa. Philipp Söhnlein fragt, wie viel ist von der Svelte-Begeisterung aus Revision 413 eigentlich dann noch übrig? Und hat sich jemand vom Team mal SvelteKit angeschaut? Vielleicht so ein Stück weit geht das da Hand in Hand, wenn du sagst, du würdest vielleicht sogar Svelte verwenden für ein Produktiv oder für dein nächstes Projekt potenziell. Die Svelte-Begeisterung ist größer geworden, als sie noch damals war, weil ich ja auch sehe, wie es da weitergeht. Es ist halt auch eine Begeisterung für die Art und Weise, wie Rich Harris halt auch denkt und für das Web arbeiten möchte. SvelteKit habe ich mir auch angeschaut. Das, jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, das ist halt irgendwie schon wieder so ein Framework für ein Framework, aber natürlich, wenn man sich das kurz anschaut, scheint es extrem mächtig. Oh, mächtig klingt jetzt vielleicht ein bisschen falsch, also vielleicht auch klein, aber sehr, sehr gut zu sein mit den richtigen Voraussetzungen. Hat wohl auch dann gleich nicht diese Single-Page-Application-Problem mit SEO, sondern ist wohl ein perfekter Hybrid aus so Single-Page-Application und traditioneller Webentwicklung. Was mich jetzt daran hindern würde, Svelte produktiv einzusetzen, ist eben das, was ich gerade schon gemeint hätte. Ich entwickle halt nicht nur für mich. Ich entwickle halt nicht nur dafür, dass ich jetzt sage, ich finde jetzt aber dieses Framework und diesen Dialekt für eine Sprache finde ich jetzt geil und finde ich voll super, weil man damit schnell gut entwickeln kann. Aber im Endeffekt geht es ja darum, dass ich Produkte für User ausliefern möchte und ich möchte aber auch in einem glücklichen Team arbeiten. Und ja klar, man kann natürlich auch irgendwie sagen, wir stellen gute Leute an und da machen wir erstmal so ein 2-3 Monate Workshop fürs Welt, damit es jeder gelernt hat und dann können wir loslegen. Oder wir geben uns die Mühe und suchen nur Svelte-Entwicklerinnen, die es gibt. Im Endeffekt ist es auch nur JavaScript und das kann man alles lernen. Aber natürlich bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, das erstmal zu beobachten, bevor ich gleich irgendwie das in eine Firma reinbringen würde. Ich habe nie Angular 1 gemacht, aber ein bisschen denke ich da dann immer so dran. Und irgendjemand von euch sich SvelteKit angeschaut? Oder Svelte? Nein, ich sehe Kopf. Svelte schon. Also Svelte habe ich mir sehr gerne angeschaut. Das war irgendwie, also das war ein bisschen so Zen-Coding noch. Also einfach nicht nachdenken, einfach schreiben. Das war ganz cool, aber ich habe nie in ein Projekt eingesetzt. Und SvelteKit gar nicht angeschaut. Erinnere mich nur immer dran, wie so ein bisschen von meinem ehemaligen Verlag von Manning verfolgt habe, was die gerade so für Bücher veröffentlichen, und da hat es jemanden gegeben, der hat Svelte und Zepper Buch veröffentlicht und das ist released worden im November 2020 oder so, keine Ahnung, und hat sich voll gefreut und 2 Wochen später hat Rich Harris angekündigt, dass Zepper deprecated wird, end of life und das heißt jetzt SvelteKit und funktioniert alles ganz aus. Ich habe mir gedacht, super, das ist wieder so dieses Buch veröffentlichen und sofort mit Release unaktuell sein. Und der hat mir irrsinnig geklappt. Ne? Irrsinnig geklappt. Meine Webseite ist ja noch mit Zepper geschrieben, Zepper, was auch immer. Da muss ich dann auch schmunzeln, so rausgebracht und deprecated, cool. Tatsächlich, ja. Ich habe ja da unser Glücksrad, habe ich einfach mal genommen und um mir Svelte anzugucken. War cool. Allerdings, bei Vue gibt es ja jetzt auch dieses Script Setup, Syntactic Sugar, und es schaut sehr, sehr Svelte-like aus. Und ich bin wirklich ein Fan von der Art und Weise, wie man Svelte benutzt, weil es so nah an JavaScript ist und so weit weg von einem überladenen Framework. Von Frameworks zurückgehend auf CSS. Hätte der Stefan Krieger eine Frage an den Shep. Wirst du postpandemisch, das Wort habe ich noch nie ausgesprochen, also wirst du nach Corona wieder lokale Meetups auf die Beine stellen bzw. weiterführen? Vor allem geht's mit dem CSS-Kaffee weiter. Jo,
Also mit dem CSS-Café geht es tatsächlich weiter. Ich glaube, irgendwie am selben Tag, als er diese Frage per Twitter in unsere Richtung geschickt hatte, hatten wir auch die nächste Ausgabe, ja, in nächste Woche angekündigt. Genau, da machen wir auf jeden Fall weiter. Da machen wir auch postpandemisch weiter. Also es ist ja ein Meetup, das es seit April letzten Jahres gibt, glaube ich. Und dass wir eigentlich nur oder auf die Idee sind wir nur gekommen, weil eben alle zu Hause sitzen. Weil das halt so ein spitzes Thema ist, dass man damit kein Meetup bestücken kann und selbst Konferenzen sind, also es gibt welche, aber es ist schon schwierig, jedes Jahr irgendwie coole neue Themen zu haben, weil A, gibt es nicht so viele Themen und B, gibt es auch nicht so viele Sprecherinnen und dann würde man einfach immer dieselben Gesichter sehen. Und bei einem lokalen Meetup hättest du gar keine Sprecherinnen wahrscheinlich. Deswegen, das werden wir auf jeden Fall weiterführen, weil es einfach auch total cool ist und auch low effort eigentlich. Genau, und die physischen Meetups, da muss ich sagen, bin ich tatsächlich ein bisschen erlahmt. Die haben wir hier in Düsseldorf ja immer bei Zipgate gemacht und da kann ich mich jetzt gerade darauf zurückziehen, dass Zipgate selber ja auch noch keine Events macht. Und dann, solange die nicht mit ihren eigenen Events starten wieder, muss ich mir darum keine Gedanken machen. Aber das ist schon ein bisschen mehr Arbeit, dann, weil du dann eben irgendwie gucken musst, wie kommen die Leute dann nach Düsseldorf, wo bringen wir die unter. Aber ich glaube, dass ich das auch wieder machen werde. Zumal auch genau in dem Monat, als die Pandemie anfing, da hatte ich mich mit Zipgate darauf geeinigt, dass die auch Sprecher von weiter her sponsern, die also tatsächlich einfliegen oder mit dem Zug fahren, ökologisch korrekt. Und da kann man natürlich dann viel coolere Vorträge nach Düsseldorf holen. Mal sehen. Okay, dann hoffe ich, dass diese Frage damit beantwortet ist. Und würde eine Frage an den Stefan stellen von Andreas Sonder. Wie ist es heutzutage, ein technisches Werk in Papierform zu erschaffen? Und ich würde da auch gleich die Anschlussfrage dazu hängen. Hast du Tabs oder Spaces verwendet? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, es waren Spaces aus einem ganz einfachen Grund. Weil das nachher jeder Codeblock ins InDesign gewandert ist. Und wir dort eine sehr begrenzte Zeilenbreite gehabt haben und die deswegen schon viel Formatierung für Codeblöcke vorab gemacht habe, damit die Produzentin nur mehr kopieren hat müssen. Was nicht ganz so gut funktioniert hat, weil sie dann nur Text kopiert hat, aber kein Syntax-Highlighting. Und die arme Person hat halt jedes Schlüsselwort und jeden String und jede Ziffer händisch eingefärbt von einem 500 Seiten starken Buch im InDesign. Und das ist eine Mammutaufgabe gewesen, wo ich immer noch erstaunt bin, dass das so gut funktioniert hat dann. Aber das war, ja, das war ein Knochenjob. Und wie sonst ein technisches Werk in Papierform zu erschaffen? Ich schätze mal, es geht ums TypeScript-Buch. Sonst hätte ich jetzt nicht schon über das TypeScript-Buch gesprochen. Und ja, es ist spannend. Also es ist vom Zeitaufwand her sehr viel gewesen. Vor allem aber sehr viel in der Bearbeitung, wo der Lektor und nachher die Lektorin und ich viel überlegt haben, wie wir das eigentlich gestalten wollen, wie wir schauen wollen, dass wir so eine Langlebigkeit reinkriegen. Also ich habe ja gerade von diesem Sepper-Buch gesprochen und so weiter, das released wird und dann ist out of date. Das ist mir mit dem Galb-Buch auch passiert, nicht? Das ist rausgekommen und dann hat kein Mensch mehr Galb gebraucht und das war einfach so richtig, bumm, was fürs Regal und oder für das Lager der Buchläden. Und von dem her haben sie wir wirklich ganz, ganz stark fokussiert, dass wir so viele Sachen weglassen, die irgendwie out of date werden können. Damit nur die Dinge drinnen stehen, die wirklich langlebiges Interesse haben oder auf lange Sicht das Nachschlagewerk
funktionieren können. Und dann haben wir uns ganz stark überlegt, also wie unterscheidet man sich von dem, was du online kriegst, nicht? Also wenn du Tutorials hast, wo du viel bequemer Copy-Paste machen kannst, anstatt dass du einfach über das lesen musst und im schlimmsten Fall noch runtertippen musst und solche Sachen. Ne? Und sind eben dann auf diesen Lektionsstil gekommen, wo man gesagt hat, okay, du hast ein paar Seiten, kannst kurz vom Becken noch ein bisschen lesen, hast so Entschleuniger zwischen den Kapiteln, damit du einfach auch mal ein bisschen runterkommst vom Lernen, von technischen Konzepten und so weiter. Und da ist mir dann auch geschossen, okay, Bücher brauchen das, glaube ich. Also einfach nur den Text schreiben und auf Papier bringen ist, glaube ich, falsch. Wann, da musst du irgendwie schauen, dass dein Buch auf Papier auch eine Berechtigung hat. Sei es entweder durch die Gestaltung oder durch das Format oder dadurch, wie Leute das lesen. Und ich habe einige Sachen da. Die sind alle jetzt hinterm Notebook. Die werden jetzt nicht hervorkramen. Aber da sind, Also gerade ich habe jetzt da ein O'Reilly-Buch gekauft und ich mag die O'Reilly-Bücher normalerweise nicht, aber das war super, weil das hat einfach nicht davon zurückgeschaut, ganzseitige Zeichnungen zu haben, die einfach auf Papier besser wirken, als wenn man es jetzt digital anschaut oder auf dem Handy oder auf dem E-Reader oder sonst irgendwo. Und dann mit Verknüpfungen zum Code und so weiter das visualisieren. Und das hilft dann auch beim Lernen ganz, ganz gut. Und ich glaube, ja, also ich glaube, dass das heutzutage der Hauptgedanke sein soll. Einfach mal schauen, hat das eine Berechtigung auf Papier? Was bringt Papier in dem Fall? Außer die, keine Ahnung, persönlichen Spänen zu erfüllen. Und ja. Wir haben ja auch eine Revision dazu aufgenommen, wir zwei Hübschen, ne? Ja. Ende letzten Jahres, die 453. Also, wer das jetzt mal, im Prinzip, was Stefan gerade erzählt hat, habe ich so mental mitgeschrieben, jupp, hat er genauso erzählt. Also das in einer Stunde lang haben wir tatsächlich mal hier. Ja, stimmt, mal, genau. Oh, eine Stunde 20 sogar haben wir dafür gebraucht, mein lieber Scholli. Aber eine Sache, die ich mich da frage, wenn man dann zum Beispiel Buch schreibt, ne, da muss man ja manchmal auch mal raus, irgendwie mal abschalten, um mal wieder zu wissen, was ist eigentlich so das nächste Thema. Und wir als Developerinnen und Developer sitzen ja sowieso die ganze Zeit irgendwie vorm Bildschirm, gerade jetzt in der Pandemie. Und da kam die Frage auf von Oliver, was machen wir eigentlich zum Ausgleich für die Zeit am Bildschirm? Fernsehen. Hat da jemand irgendwie spezielle Methodiken? Stefan, was lachst du so? Ich habe gesagt Fernsehen. Aber das ist ja. Ja, aber das mache ich gar nicht. Also ich schaue sehr wenig fern. Tatsächlich wäre auch fast meine erste Antwort Netflix gewesen. Ich versuche immer mehr zu lesen, aber im Lesen ist es halt anstrengender, als sich von Netflix Squid Game bewiesen zu lassen. Aber ich habe tatsächlich zwei Sachen, die ich mache. Ich mache das aber nicht irgendwie zum Ausgleich bewusst, sondern es gibt einfach nur drei Sachen, die ich gern mache, und das ist halt Coden. Das andere ist Kochen. Und das andere ist, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich Sport gerne mache. Das klingt immer, das ist irgendwie immer fehlleitend. Aber ich genieße es, 12 Stunden am Tag zu sitzen, ohne danach vollkommen kaputt vom Sitzen zu sein. Und dann muss ich ja auch wieder so viel essen und so viel Wein trinken. Und deswegen ist der Sport dann was Notwendiges geworden. Und ich mache das eben am Morgen, was immer ganz nett ist. Und ich meine, es ist nicht so ein Mädelssport, also nicht falsch verstehen. Es geht jetzt schon in Richtung Kreuzheben und eben Gewichtheben. Und es ist aber so nett, wenn man so in der Früh irgendwie so ein, keine Ahnung, mittlerweile vielleicht, sagen wir mal, nur 65 Kilo Kreuzheben macht. Und dann hockt man später in so einem Meeting und denkt sich, ach, wisst ihr was, ich habe das Schwierige des Tages heute Morgen schon gemacht. Ihr könnt mir jetzt halt nicht mehr stressen. Ich habe heute schon 60 Kilo hochgehoben, mir ist alles wurscht. Ist er M, ist 12 Punkte, passt schon. Nicht schlecht. Und wann machst du das morgens? Um wie viel Uhr? Um 7. Das hat sich jetzt wirklich mit dem Homeoffice so viel verbessert. Ja, Stefan, ich bin aber auch nie bis 2 Uhr nachts wach. Stefan ist gerade mit seinem Kopf Richtung Glück. Ich gehe natürlich auch brav hier um 10 Uhr ins Bettle. Genau, wobei der Stefan vielleicht sowas sagen wollte, wie da ist er schon 3 Stunden geweckt worden von seinen Kindern oder so. Nee? Nein, ich muss im Moment die Kinder aufwecken, das sind Langschläfer.
Aber das ist halt, also ja, das ist quasi auch mein Morgensport um 7, die 15 Kilo Clemens raushieben aus dem Bett und auf die Füße stellen und hoffen, dass er nicht umfällt. Nicht? Dann irgendwie schauen, dass die anderen 10 Kilo, die gerade irgendwie so vom Bett runterpurzeln und nachher weinen, dass sie die auffangen. Nicht? Da lernt man Reflexe. Also wenn dieser Sport gilt, dann mache ich Sport. Das ist aber halt auch die Hauptbeschäftigung. Nicht? Ich habe ein wunderschönes Hobby jetzt wiederentdeckt, mit unserem Älteren, das ist Lego bauen. Der ist jetzt 4 Jahre alt und der kriegt jetzt von mir lauter Lego-Sets geschenkt. Das sind so Lego-Creator-Dinge, so 3-in-1 Modelle, und der Bub baut nach Anleitung die perfekten Modelle. Die sind für 7- oder 8-Jährige gedacht, und der baut die weg wie nichts. Der ist so gut drauf und das macht uns total viel Spaß. Also da macht man ein Hörspiel nebenbei, ich suche die Teile raus, er baut es zusammen, wenn ich schon mal ein Teil vorbaut, dann schimpft er mit, dann slackt er wieder alles. Und das ist wirklich Höchstmaß der Entspannung. Da sind wir eine Stunde, eineinhalb Stunden in seinem Zimmer, hören Hörspiele und bauen Lego. Es klingt total simpel, aber das ist das Beste zum Abschalten im Moment. Ganz eindeutig. Das ist auch eine mega gute Überleitung zu einer anderen Frage, die hier von Vanessa an den Chat ging. Ich wollte nur ganz kurz noch einen Tipp geben, den ich jetzt immer mache. Ich habe relativ viele Calls, wo ich keinen Bildschirm brauche. Ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt. Ich nehme mir gern mein Handy mit und gehe einfach hier in der Nachbarschaft umher und laufe so ein bisschen und spaziere einfach und telefoniere dabei, weil, sage ich mal, labern kann man ja trotzdem, wenn es dann notwendig wird. Ne? Mhm. Geht nicht mit jedem Call, aber manchmal geht's. Aber wo du gerade, Stefan, von Kindern und das so ein Stück weit verbinden oder Familie im Allgemeinen mit dem Job zu verbinden, gesprochen hast, zu der Frage von Vanessa an. Ich glaube, du warst das, Vanessa, ne? An den Chip. Ja, ich habe da Fragen. Ja, dann frag doch mal los. Chip, was habe ich denn da geschrieben? Ist das überhaupt ein grammatikalisch korrektes Deutsch, was ich da geschrieben habe? Auf jeden Fall. Super. Also es sind ja 2 Fragen zusammen, und ich glaube, jetzt frage ich erst die zweite zuerst, und das ist es, klar, natürlich dann auch an Stefan, aber wie handhabt man Job, Kinder und Podcast? Ja, ich bin auf die Antwort vom Chef gespannt, ich habe keine Idee. Genau, also der Stefan hat in der Vorbesprechung erzählt, dass er mittlerweile auf einem Fulltime-Job ist mit 40 Stunden plus minus, und dann macht er noch seine Side-Projects mit 20 Stunden, und dann muss er eben noch morgens die Jungs aus dem Bett werfen und abends ins Bett bringen. Das geht natürlich nicht. Also bei mir ist es so, ich wie viel arbeite ich? Vielleicht so 20, 25 Stunden die Woche. Also da liege ich ungefähr. Als Freelancer habe ich einen ganz guten Stundensatz, und deswegen kommt am Ende trotzdem genug raus. Das ist halt echt cool, und da bin ich auch echt froh drum. Und Podcasten, da muss ich meiner Frau danken, die halt das jetzt seit 10 Jahren, seit 9, fast 10 Jahren, die Große wird bald 10, eben das Montagabends immer übernimmt, die dann ins Bett zu buxieren und so. Also ich bereite dann hier schon Dinge vor, Essen und so weiter. Aber so den Abschluss des Tages muss sie dann machen, und das funktioniert echt super. Genau, und darum geht das. Und ansonsten habe ich gar nicht so viele Projekte. Also ich meine, wir haben es gehört, ein Meetup, das ich noch organisieren muss. Momentan ist das ein bisschen weniger Arbeit. Und sonst halte ich mir bewusst nichts anderes groß auf. Also weil ich es einfach nicht könnte. Und die andere Frage jetzt bezüglich dieser 20 bis 25 Stunden, da du ja auch so extrem fit in HTML und CSS und so weiter bist, womit verdienst du denn dein Geld? Machst du wie 99% aller anderen Leute hier Vue, React und Angular, oder was machst du? Also nicht wie hier im Podcast, sondern wie in der Developer-Webwelt. Ja, wahrscheinlich mache ich das eher so wie die nicht die gefühlte Mehrheit, sondern die tatsächliche Mehrheit ihr Geld verdient. Und zwar baue ich nichts mit React, nichts mit Vue und auch nichts mit Svelte, sondern habe ein klassisches PHP-getriebenes Projekt wieder. Ähnlich wie bei der Rheinischen Post. Also der Stack ist fast gleich, deswegen passte das auch echt super, der Übergang. Und da habe ich ja
Leider ist er nicht frei verfügbar, aber wir hatten ja mal so ein bisschen so einen Making-of-Vortrag bei der Heise WebDev vor 2 Jahren gehalten über dieses Projekt. Und da haben wir sozusagen unser eigenes reaktives Framework aus Twig-Templates gebaut. Genau, und da gibt's dann natürlich Teile der Seite, die dann ja im Browser gerendert werden, Komponenten, aber größtenteils sind das servergerenderte Sachen. Oder eben, also was wir jetzt gerade machen, ist halt viel, also Teile dieses Projektes werden sukzessive ersetzt durch statische Generator-Seiten. Das heißt, die werden quasi so weich eingeblendet. Es gibt bestimmte Bereiche, die sind statisch rausgerendert mit einem komplett neuen Generator-Stack und andere Sachen sind halt Legacy-PHP. Genau. Und da bin ich übrigens an die Grenzen von Eleventy gestoßen. Da hatten wir eine Maschine mit 64 GB RAM. Da haben wir dem Node-Prozess 56 GB gegeben, aber wenn man 700.000 Seiten rausrendert, dann explodiert Eleventy leider. Und darum haben wir dann einen Eleventy-kompatiblen Seitengenerator geschrieben. Alles klar. Wow. Vielen Dank. Für sowas muss man dann natürlich auch immer managen, gerade wenn da mehrere Freelancer und auch Festangestellte an irgendwas arbeiten. Und da würde ich gerne den Hans fragen, wer einem eigentlich beibringt, was ein Engineering Manager tun muss. Und vielleicht, ich glaube, du willst vielleicht gleich antworten mit, das hat mir ja gar keiner beigebracht. Also was hast du denn gemacht, um zu wissen, was du eigentlich täglich tust? Ja, danke für die Frage, sagt man, glaube ich, ja immer erst, wenn man nochmal nachdenken muss und so ein bisschen Zeit sich nehmen kann. Ich glaube, was man vielleicht ja grundsätzlich sagen kann, wenn wir über Engineering Management sprechen, dass die Rolle ja sozusagen ein Stück weit weggeht von dem, was wir im klassischen fachlichen Track sozusagen sehen würden. Also normalerweise entwickeln wir uns ja irgendwie im fachlichen Track über so einen Junior-Developer, Developerin, dann so ein Intermediate oder Middle und dann ist man Senior-Developer. Manche haben dann noch sowas wie Staff und Principal Engineers vielleicht oder sowas, ja. Und das ist halt diese sehr fachliche Karriere, vielleicht auch mal noch ein Architekt dazu. Und irgendwo muss man sich dann halt entscheiden, hey, will man eigentlich weiterhin sehr, sehr stark auch in der Praxis aktiv sein, viel programmieren, ja? Oder geht man vielleicht auch den Weg, weil man sagt, man ist begabt darin, vielleicht auch mit Menschen zu interagieren, ja, oder hat Bock darauf, auch eine Führung zu übernehmen von Leuten. Führung ist jetzt nicht mehr wie dann heutzutage, ne, ist ein bisschen anders als in den 90ern und sozusagen von oben herab diktiert, so und du machst jetzt das und das und das, sondern man muss ja, man muss da ja mit einem Engineering-Team, glaube ich, sehr, sehr vielseitig aktiv sein. Und da kommt halt auch dieser komplette Management-Track so ein Stück weit her, der sich dann ja irgendwann abspaltet. Und ich glaube, dass wenn man in Engineering-Management-Position reinkommen möchte, ist es, glaube ich, essentiell, dass man ein sehr gutes Grundverständnis von der Technik mitbringt. Ne? Dass man irgendwie, wenn man in eine Management-Position möchte, dass man die Basis kennt. Man muss kein Experte, keine Expertin sein, um halt in diesem Bereich irgendwie dann in ein Management zu wechseln. Und ich finde, das ist halt auch das, was viele manchmal so ein bisschen verwechseln, dass sie sagen, hey, die beste Person in meinem Team, die technisch am besten ist, bekommt dann auch diese Management-Stelle. Und da muss man halt so ein Stück weit aufpassen, weil ich glaube, es bedarf halt zweier Komponenten, nämlich einmal diesen Umgang mit den Menschen und die Kommunikation und auf der anderen Seite halt das technische Verständnis, um so eine Management-Rolle auch ausfüllen zu können. Und bei mir war es jetzt so, ich habe ja in der Vergangenheit immer mich sehr viel auch mit so organisatorischen Themen rund um ein Team beschäftigt. Ne? Bei mir war es so, ich habe irgendwann mal als Scrum Master gearbeitet. Dieses komplette Thema Agile war für mich sehr, sehr interessant. Ich kenne aber auch viele Leute, die eher aus einem HR-Bereich so ein Stück weit kommen und sich dann vielleicht noch dazu einen Fokus aufs Technische drauf schaffen oder so, um dann halt auch in eine Teamführung gehen zu können. Und da dann auch zu sagen, okay, wie entwickle ich eigentlich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiter? Ich habe ein Buch, das lese ich gerade parallel, das finde ich eigentlich auch ganz cool. Das heißt The Manager's Path
Und wir können es vielleicht mal verlinken und da so ein bisschen beschrieben, wie die einzelnen Rollen oder was man da vielleicht auch so braucht für. Und ich finde, daran kann man, und ich bin damit noch nicht durch, man kann da auf jeden Fall so ein Stück weit gut abschätzen, was man eigentlich tun muss und was die Erwartungshaltung ist und was vielleicht die eigene Aspiration ist und wie die sich dann erfüllt, ja. Und ich glaube, da tut man gut dran, wenn man einfach sich ein bisschen Literatur reinzieht. Das hat auf jeden Fall mir geholfen, um auch besser zu verstehen, was ist denn das, was auch vielleicht normal ist, was von einem gefordert wird. Beantwortet das so ein Stück weit deine Frage? Ja, ich denke auf jeden Fall, das mit dem Buch ist ein guter Tipp gewesen. Und ja, es ist natürlich ein sehr umfänglicher Jobbereich. Und ich glaube, dann gibt es auch immer sehr, sehr viele Unterrubriken, wenn es in Richtung Leadership oder welches Management etc. geht. Ist aber auf jeden Fall, einfach ein spannender Beruf. Vom spannenden Berufen von Managen jetzt wieder runter zu Deep Tech. Eine Frage von Relang für Stefan. Wenn ich für performance-kritische Dinge, zum Beispiel Grafikberechnungen, WebAssembly im Browser nutzen möchte, womit sollte ich mich beschäftigen? Zum Beispiel C++, Rust, Golang, Das ist eine ganz schwierige Frage, weil es immer ein bisschen darauf ankommt, wie die Erfahrung der Entwicklerinnen und Entwickler ist. Nicht? Ob schon Erfahrung in systemneuen Sprachen ist, ne? Oder ob die bisherige Erfahrung rein auf Scripting-Sprachen mit JavaScript, Python etc. sich stützt. Und da kann man dann verschiedene Trajektorien wählen. Nicht? Also Rust und C++ sind keine einfachen Sprachen, da braucht man Zeit, bis dass man die lernt. Rust ist eine sehr beliebte Sprache für WebAssembly, weil eben das Memory-Management von Rust sehr gut mit dem linearen Memory von WebAssembly zusammenspielt. Von dem her nutzen die meisten Rust dazu, aber das heißt jetzt nicht, dass man es exklusiv nutzen soll. C++ hauptsächlich, weil schon eine riesengroße Codebasis da ist, die man wiederverwenden kann. Und wenn man Go verwendet, Go ist eher so ein guter Einstiegspunkt für Leute, die viel Skriptsprachen gemacht haben und jetzt performance-kritische Programme schreiben wollen, ist Go auf jeden Fall super, weil das Set an Befehlen in Go sehr minimal ist, aber du trotzdem starke Typisierung hast und relativ flotte Programme schreibst und mit TinyGo, ganz wichtig, auch eine Möglichkeit hast, dass du auf WebAssembly sauber kompilierst. Alternativ, wenn es zu viel Aufwand ist, dass man sich irgendeine dieser drei Sprachen auf dem Sender lädt, dann geht immer noch Assembly Script. Das ist ein Subset von TypeScript mit eigenen Typen, die auf WebAssembly mappen. Also da gibt es dann kein Number, sondern da gibt es Integers mit einer gewissen Länge und so weiter, dass die in WebAssembly sauber funktionieren. Aber die Sprache an sich ist AssemblyScript und das kompiliert auf WebAssembly runter. Und das ist nicht einmal so übel. Also das ist eigentlich zum Einstieg nicht so schlecht. Gut, das würde ich mal als abschließend erörtert hier stehen lassen, diese Antwort. Und die nächste gilt an Peter und an Shep. Was könnt ihr uns über Turbine, dieses Ding erzählen? Ich kenne nur Turbine Potsdam, ganz kurz, wenn ich das ist auf jeden Fall sicherlich, sich mit Turbine Potsdam zu beschäftigen, wahrscheinlich dieser Tage sinnvoller, als sich mit diesem Ding da zu beschäftigen. Ja, keine Ahnung, Shep, wie stellt sich das für dich dar? Wie sind wir damals eigentlich im Rahmen von dem im Prinzip mit zwei Tools kollidiert und zu einem fusioniert? So ähnlich ist das ja gelaufen, oder? Das weiß ich nicht. Also wir müssen erstmal erklären, was es ist. Das ist ein PHP-basierter CSS Präprozessor, irgendwie so. Mhm. Genau, wir waren größenwahnsinnig auf jeden Fall. Also in meinem Fall war es vor allen Dingen einfach nur die schiere Inkompetenz. Ich habe halt sowas gesehen, so wie so Sass und Less und dachte so, ja, kann ich ja auch, kann ja so schwer nicht sein. Also Größenwahn. Ja, und dabei ist es Größenwahn, wenn man einfach gar nicht in der Lage ist, die Größe des Problems einzuschätzen. Weil Größenwahn ist ja, ich schätze das korrekt ein, aber ich kann das. Aber wenn ich gar nicht erst verstehe, was ich da vor mir sehe und einfach nur so denke, ja, kriege ich auch hin, ist das doch was anderes, oder? Ja, ich glaube, das ist so dieses
Die CMS, die ich hier habe, sind alle doof, ich schreibe mir selber eins. So, das muss ja auch jede oder jeder einmal gemacht haben in seinem Leben, glaube ich, irgendwie so eine Art CMS selber geschrieben haben. Ich weiß ja nicht, wie viele von euch das schon gemacht haben. Ich glaube, du hattest damals einen CSS-Parser gebaut in PHP und daraus entwickelte sich die Idee, dass man da mehr machen konnte und ich hatte so einen ganzen Haufen IE-Schweinereien am Start, die so moderne Dinge im IE nachgerüstet haben. Ja, und dein Booster, das haben wir dann kombiniert. Und dein Booster, ne? Dein CSS-JS-Booster. Genau, das war aber eine ganz andere Library. Das war so ein, so ein, im Prinzip so ein, die hat die meisten Dinge, die in diesen YSLOW Performance-Dingen empfohlen wurden, automatisiert. So ein bisschen wie wir bei uns in unserem WordPress W3 Total Cache haben, dass das auch macht. Ja. So, genau. Und ich glaube, das war so meine Visitenkarte für dich. Du warst ja schon so ein bisschen der professionellere von uns beiden oder der auch schon so ein bisschen umtriebiger war, der dann gesagt hat, ja, okay, der Chef ist irgendwie jetzt nicht so die ganz große Vollwurst, der darf mitmachen. Der hat ja dieses eine Ding schon gebaut. Naja, und das ist halt so, dass diese beiden Tools ja das eigentlich was hatten, was heutigen Jahren so ein bisschen fehlt. Die haben ja beide grundsätzlich on the fly operiert. Da war ja nichts mit vorher kompilieren. Das konnte man ja einfach machen. Den CSS-JS-Booster gab es ja hinterher auch. Also, den hat man ja im Prinzip einfach nur in sein bestehendes System reingebaut und dann flutscht das ja so durch, so Pipeline-mäßig. Und das war ja mit dem Turbine ganz genauso, was ja eigentlich so schlecht nicht ist. Also, ist ja so ein bisschen wie so ein statischer Seitengenerator on demand heutzutage, ne? Also, so ein bisschen. Was können wir darüber erzählen? Also ich war definitiv größenwahnsinnig und oder inkompetent und kann halt nur dringend davon abraten, sich irgendwie damit zu befassen. Das Logo fand ich gut, aber das kam auch nicht von mir. Ja, also das Ding war okay und hat auch funktioniert. Das haben auch Leute benutzt. Ein Dankeschön an Marc Hinze schon mal von dieser Stelle. Genau, und wir haben es dann irgendwann, war es so, wie es war. Wir haben unseren Stack gewechselt, glaube ich. Und dann hast du das irgendeinem übergeben, das Repo, oder? Das habe ich irgendeinem übergeben im Sinne von, ja, hier kannst du den Code haben, mach damit, was du willst. Es gab halt tatsächlich eine gewisse Nutzerbasis in Brasilien, aus irgendwelchen Gründen. Da habe ich gesagt, hier kannst du haben. Häng ich nicht dran. Also, Repo übergeben klingt halt, also, Repo, ich bin mir nicht mal sicher, dass es sowas wie Repo und Versionskontrolle zu dem damaligen Zeitpunkt gab. Doch, das waren schon, GitHub war das damals schon. Es ist auf jeden Fall echt arg lange her. Und es war das Projekt, an dem ich auch dieses Git und GitHub so angefangen habe zu kapieren. Mhm. Also nicht, dass ich es kapiert hätte, aber so in Grundzügen konnte ich damit dann umgehen. Genau, vielleicht finden wir das ja noch irgendwo, dann können wir das auf jeden Fall in die Show packen. Ich bin schon am Googlen und am Zusammenschreiben. Irgendwo finden sich da bestimmt Fragmente. Jo. In irgendeinem Backup. Ach nee, Tag, die ganze Dokumentation ist noch da. Das ist ja großartig. Ja, cool. Hier, ich sehe aber noch eine Frage an die Vanessa. Die haben wir noch nicht hier. Und zwar, von Andreas Roth, was denkst du, ist der Grund dafür, dass ein Großteil der Vue-Community die Composition-API nicht so richtig annimmt? Das Gefühl bekommt man jedenfalls im Vue-Subreddit. Ich stolpe jedes Mal drüber, wenn jemand API ausspricht statt API. Danke, dass du mich zum Schmunzeln gebracht hast. Ich kenne den Grund nicht. Ich gehe also eben daher, dass es vielleicht bestimmt auch verschiedene Gründe gibt. Wenn irgendwas massiv anders ist, als es vorher war, ich meine, es hat jetzt per se keinen Breaking Change, aber theoretisch gesehen kann man jetzt Vue.js komplett anders schreiben, was ich auch bei uns im Projekt tue, wird das bestimmt nicht immer von jedem sofort angenommen, auch aus guten Gründen, weil es ändert sich halt eben einfach. Ob es damit reinspielt, dass es irgendwie so ausschaut, als wäre es von einem React-Hooks geklaut worden, da kann ich nur spekulieren. Unterm Strich war auch verwirrt, dass es so viele schleppend annehmen, mit auch Begründungen wie, ja, aber das wäre schwieriger und komplizierter. Es ist natürlich so, dass es die Composition API per se keine Unterstützung der Architektur mehr hier jetzt
mitgibt, wie es die Options API von Vue gemacht hat. Die Options API hat ganz klar gesagt, das sind deine computed props, das sind deine Methoden, das sind deine Properties, das sind deine reaktiven Daten. Und bei der Composition API ist man sozusagen auf sich selber gestellt, was nicht so ganz Vue-spezifisch war. Bei Vue 2 war es ja doch stark so, dass es sehr, 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 sehr leicht zu benutzen war, damit man dann schwierige Probleme sich auf das Problem konzentrieren kann und nicht auf das Framework. Bei der Composition API kann es tatsächlich vielleicht vorkommen, dass Leute, anstatt sich auf das Problem zu fokussieren, dann bei einem Pull-Request wiederum streiten, ob man das jetzt in ein Composable auslagern sollte oder ob das ins gleiche Datei gehört und ja, man wieder auf so einer Diskussionsebene bleibt. Wir warten mal ab, ob das sich in einem halben Jahr einfach beruhigt hat. Ich hoffe es. Also ich kann wirklich nichts Negatives über sie sagen. Alles klar. Cool. So, was haben wir noch an Fragen? Wir haben noch die Frage, warum du einen Eintrag bei der IMDb hast, Internet Movie Database. Ja, das war ein Köder, den ich auf Twitter gelegt habe. In meiner Zeit, bevor ich Webentwickler war, war ich ja ein 3D-Fuzzi. Und habe in einer 3D-Animationsbude gearbeitet in Köln. Und das quasi unser Peak am Ende, kurz bevor wir in einem großen Funkenregen zerstoben und insolvent gegangen sind, war, dass wir eine Fernsehserie für Kinder für Super RTL umgesetzt haben mit, keine Ahnung, vielleicht irgendwie 20 Folgen oder so. Genau, und sobald du eben an Filmprojekten oder Fernsehserien mitgewirkt hast, dann kannst du einen Platz bei der IMDb bekommen. Und genau, da ist eben, bin ich eingetragen bei dieser Serie. Was war das für Serie? Das sollte, also geplant war das als Nachfolger für die Dinos, nur eben 3D animiert, weil das einfach mehr en vogue war. Und unser Laden war spezialisiert auf Realtime-3D-Animation, was halt die Produktionszeiten deutlich reduziert hat, aber natürlich auch eine ganz andere Qualität im Output hatte. Genau, also ich glaube, die Serie ist jetzt auch nicht gut angekommen, was daran lag, dass du natürlich, also sagen wir mal so, eine Folge hat vielleicht 100.000 Euro verschlungen, herzustellen, aber eine Folge Simpsons hat damals schon 1 Million Euro gekostet. Mhm. Und natürlich vergleicht man, also sagt man ja nicht, das steht ja auch nicht dabei, hier ist eine neue Fernsehserie, übrigens wurde die nur für so wenig Geld gemacht. Und dann sagst du ja, so, ah ja, okay, unter den Aspekten ist es ganz cool. Sondern du sagst halt so, ey, Shrek war aber schon ein bisschen cooler. Genau, und vor allem, also was auch dort ganz grausam ist, wir haben auch mit so einem Motion-Tracking-System gearbeitet, aber wir hatten nicht die Kohle für so ein optisches Motion-Tracking-System, wo du so eine Lagerhalle hast, wo überall so Kameras hängen und du dir dann so Böppel auf den Körper machst und dann tracken die da die Bewegung, sondern wir hatten einen magnetischen Tracker. Das heißt also, die Person hing an Kabeln und hatte dann auch so Böppel überall drauf, aber es waren eben so ein ganzer Haufen Kabel und das war in einem Magnetfeld. Und das war halt nicht immer 100% stabil. Du hast halt immer so leichtes, so ein Jittern da drin. Und das siehst du halt, dass diese Figuren auch so alle so leicht vor sich hin zuckeln und ruckeln. Das haben wir dann zwar versucht so rauszuglätten, aber naja, so. Also das ist ja eine nahezu unmögliche Aufgabe, das Magnetfeld hinzukriegen. Ich sage das nur, weil ich habe mal einen Podcast darüber gehört, wie sie diese Versuchstestmaschine da, diesen Stellarator, wie sie den Wendelstein 7X betreiben und die haben halt nur darüber geredet, wie sie so das Ding aufbauen und halt so, ja, wir haben auch eine Lagerhalle mit einem Magnetfeld drin. Und was die halt eben da so machen mussten, wie zum Beispiel einfach so, du willst da eine Stange in so ein Gerüst reinbauen, einfach nur damit irgendwer wo hochsteigen kann und was anschrauben kann. Aber das darf halt eben, wenn es permanent da steht, muss das nicht magnetisch sein. Und das gibt's halt nicht und dann musst du das halt anfertigen lassen für absurd viel Kohle. Und wenn du da nur 100.000 Euro für so eine Folge übrig hast und du willst das so versuchen, dann ist das krass, dass das überhaupt funktioniert hat. Ja, ja. Aber wir haben die auch gebraucht, gekauft, weiß ich noch. Genau. Und die Gesichter, die Spracherkennung hat dann automatisch die Lippenbewegung gemacht und dann hatten wir so Datenhandschuhe mit den Puppenspieler. Unsere Schwesterfirma war die Firma, die diese Hurra Deutschland Clips gemacht hat.
die ihr vielleicht auch noch kennt, so mit Kohl und wen es damals als Politiker gab. Und die Puppenspieler, die haben wir uns dann auch geschnappt und die haben dann sozusagen die Gesichtsmimik mit Datenhandschuhen gemacht, aber halt einen Finger so für die Augen und einen Finger für, weiß ich nicht, die Ohren, das konnten die. Genau. Und da gibt es auch ein ganz cooles Video im Netz, also ein YouTube-Video, das mal verlinken, wo ich auch zu sehen bin, ganz kurz, mit so einer runden Brille und ganz kurzen Haaren. Das geisterte schon mal rum, das werde ich auch nochmal verlinken. Ich finde es ja cool, weil dein IMDb-Eintrag ist ja nicht nur Christian Schäfer, sondern Christian Schepp Schäfer, damit man vom Tatort-Schauspieler unterscheiden kann. Total cool. Genau, so war das. So kam das zustande. Nicht schlecht. Ich habe auch mal für einen Film was gemacht, aber das war so ein minimaler Beitrag. Ich habe halt nur für so ein Ding, das so über Erich Maria Remarque, den Autor von Im Westen nichts Neues, da hat man mal in Osnabrück, wo ich dann auch studiert habe, damals einen Film über den gedreht. Und dann habe ich halt eben gesagt, ja wunderbar, tue ich da direkt mal mit und habe halt dann so Krempel gemacht wie, weiß ich nicht, halt mit Photoshop irgendwelche Plakate gemacht, hier wählt den Führer, so Gedöns. Aber mehr halt auch nicht. Alle anderen, die da sonst so mitgetan haben, auch die nur irgendwelche Kisten geschleppt haben, haben es am Ende irgendwie in den Film geschafft und sei es halt nur, ich bin da irgendwie so ein Soldat, der im Lazarett in der Ecke liegt, aber wegen zu langer Haare war ich damals an keinem Aspekt in diesem Film zu gebrauchen. Ich habe halt nicht in die Zeit gepasst. Und deswegen gibt's halt nur ein paar Photoshops von mir in dem Ding drin am Ende und keinen Auftritt. Menno. Cool. Sehr, sehr cool. Genau, wir haben noch eine weniger triviale Frage, sondern eine technische Frage bekommen von Relang und auch daran anknüpfend von Lars Mölliken. Ja, genau. Da ging's, also ich lese die mal vor. Wir wollen die aber einfach vertagen für eine eigene Sendung, wahrscheinlich eigene Episode, weil man da sehr lange drüber diskutieren kann. Wie arbeitet man am besten mit verschiedenen Stages, also Dev, Test, Prod? Und wie hat das mit Git Branches zu tun? Wie läuft das dann mit CI, CD? Und die Frage vom Lars, daran anknüpfte, war, und wie bekommt man die Daten, in Klammern Bank, in diesen Prozess integriert? Ist eine ganz coole Frage. Total. Aber wir haben jetzt gesagt, ich glaube, dass wir da eine Sendung draus machen. Also gerade CI/CD ist, glaube ich, ein Thema, das wir eh nur zu wenig bei uns behandelt haben. Das wäre mal total cool, dass wir da so aus dem Nähkästchen plaudern. Vielleicht findet man da auch noch Gastsprecher oder Gastsprecherin, die uns da helfen. Ja. Das wär ganz cool, ja. Genau. Das Video habe ich gerade rausgefischt von uns da in dieser Produktionshalle. Das kommt direkt in die Shownotes. Tipptopp. Und dann sehe ich noch vom Andi und vom Oliver eine Frage, die so in die gleiche Richtung sticht. Wie geht's mit unserer Motivation und dem Podcast? Ne? Also einige von den Anwesenden hier sind jetzt schon seit über 10 Jahren dabei. Andere weniger lang, aber doch konstant. Und der Österreicher kommt auch wieder mal vorbei und ist dann ein paar Episoden wieder da. wie schaffen wir das? Oder was ist unsere Motivation? Also wie behalten wir die Motivation und was ist unsere Motivation, jede Woche einen Podcast zu produzieren? Naja, also ich meine, ein Punkt davon ist ja sicherlich auch, dass der Andi ja davon schreibt, mit all dem Aufwand. Und ich glaube, so ein Überlebensfaktor ist ja sicherlich, dass wir so krass viel Aufwand ja gar nicht betreiben. Speziell jetzt, seitdem wir unsere Audioproducerin haben, die uns die Schneiderei abnimmt. Da ist halt tatsächlich einfach so das Minimal Viable Product in Production sozusagen sicherlich ein Faktor. Es ist halt eben tatsächlich gar kein so großer Aufwand, wenn sich alles eingespielt hat, wenn die Rollen verteilt sind und wenn man sowieso, wie wir alle, immer so ein Ohr an den aktuellen Entwicklungen haben und wer halt Zeit hat, der kommt vorbei und stöpselt das Mikrofon ein und ab geht's. So ist jedenfalls so mein Eindruck. Du sprichst einen ganz, ganz guten Punkt. Vor ihm habe ich auch das Gefühl, seit die Sabine sich darum kümmert, dass die Produktion passt, ist der Aufwand für uns wirklich minimal genug, nicht? Also
Schaunotizen schreiben, das machen wir meistens während der Sendung dann schon. Also die sind dann auch schon fertig. Und die Sabine ist halt echt Gold wert. Also das ist fantastisch, was die betreibt. Und ja, und dann der andere Punkt, der bei mir halt so reinspielt, ist das ja die Selbsthilfegruppe, nicht? Also das ist immer es ist so ein bisschen stammtischartig, wo man halt einmal aus dem Nähkästchen plaudern kann, wo man sich eben neue Dinge aneignet. Und den Podcast zu machen, war für mich lange, lange Zeit auch meine Hauptlernquelle, die ich gehabt habe. Und ja, das ist dann Motivation genug für mich. Ne? Geht mir auch so. Also das mit dem, man lernt einfach von euch allen immer total viel und ich könnte alleine nicht hinter all diesen Themen her sein. Und es gibt auch ganz viele Themen, mit denen ich zwar nichts zu tun habe, aber die ich mir trotzdem gerne anhöre und dann wegspeichere, weil ich vielleicht irgendwann in Zukunft damit zu tun haben werde. Und dann kann ich da einfach auf euer Vorwissen aufbauen und muss nicht irgendwie alles mir selber erarbeiten und auf eure Fazits zurückgreifen. Ja, und die Gäste nicht zu vergessen, ne? Also die zapfen wir ja auch noch alle gleich mit an. Ja. Das ist ja eigentlich das Ding. Man macht sich ja gar keine Vorstellung davon, was für Dinge man eigentlich wie viel wissen kann, bis man mal mit den Nerds redet, die es gebaut haben. Da irgendwie ein Pre-Act oder die irgendwie PHP seit 1804 betreiben und all solche Dinge. Ja, definitiv. Ansonsten würde ich sagen, ja, ich glaube, das ist auch ein bisschen Sache des individuellen Naturells, ne? Ob man, es gibt halt Menschen, die sehr begeisterungsfähig sind und Dinge dann unglaublich antreiben, aber die dann auch irgendwann die Lust verlieren und Dinge schleifen lassen. Also das ist dann eher so eine Auf- und Ab-Charakteristik. Und andere, die so eher so das Gleichmäßiger durchziehen, also die weder die krassen Jubelperser sind, noch irgendwie die riesen Durchhänger dann haben. Du brauchst halt irgendwie beide Gruppen so ein bisschen, um so ein Ding durchzuziehen, so wie du, glaube ich, in der Firma auch die Leute brauchst, die eben Bergern Arbeit wegkloppen und andere, die weiß ich nicht, die eher sich die neuen Sachen alle dauernd angucken müssen, aber die halt vielleicht dann weniger Berge wegkloppen. Ja, deine Fußballmannschaft, die nur aus Klonen von Lionel Messi besteht, würde wahrscheinlich nicht besonders weit kommen. Genau. Ja, und ansonsten, also der Aufnahmetermin ist ja immer fix. Also wir müssen wirklich wenig nachdenken. Wir müssen nur da sein. Aufnahme ist immer meistens Montagabends 20 Uhr. Das ändert sich jetzt gerade so ein bisschen, was einfach so, weiß ich nicht, mit dem Stefan nehmen wir da mal tagsüber auf. Genau, dann haben wir bestimmte Rollen auch verteilt im Team, die es sonst so noch abseits gibt. Also wenn es um Sponsoring geht und Termine mit Gästen, das macht netterweise immer der Hans. Genau, die um die Newsletter hat sich anfangs der Peter gekümmert, jetzt momentan der Stefan. Stefan ist auch so ein bisschen unser Aufpasser, dass das Release pünktlich rausgeht, momentan immer dienstags, wenn's möglich ist. Genau. Der YouTube-Kanal. Den YouTube-Kanal, stimmt. Den keiner schaut, aber es sind jetzt, glaube ich, schon. Wann haben wir begonnen mit dem YouTube-Kanal? Mit dem 10-jährigen Jubiläum. Das heißt, es dürften jetzt, glaube ich, schon 30 oder 40 Folgen online sein. Mhm. Also seitdem beschicken wir den auch regelmäßig. Ja, ja. Also jede Folge kommt darauf. Nicht? Also der Peter hat ein tolles Tool geschrieben. 44 Videos haben wir. 44 Videos, cool. Der Peter hat ein tolles Tool geschrieben. Und das starte ich einmal in der Woche an und dann gibt's ein Video auf YouTube. Also wer lieber auf YouTube hört, der kann das jetzt machen. Wer am Handy jetzt nicht einen bequemen Podcatcher haben möchte, sondern lieber viel, viel mehr Traffic verbotten möchte und ständig das Display einschalten möchte, dann ist das die bessere Alternative. ja, aber es gibt tatsächlich, ja, also so um die 10 Leute so pro Episode schauen dann auch zu. Ich sehe es eher so als Archiv gründen. Beziehungsweise vielleicht schaffen wir irgendwann wieder mal einen Livestream. Nicht? Das wäre natürlich auch cool. Das wäre natürlich Cookie-Bars, ne?
angebracht, ja. Na, und guck, da haben wir es ja, ne? Die Cookie Bars, also unsere Livestreams, die sind halt eben tatsächlich mit schon einem signifikanten Aufwand verbunden. Also so bezüglich, also allein schon das Setup, und dann muss es halt auch wirklich hart der Zeitpunkt sein und das nicht alles. Das ist halt, das geht halt schon nicht mal eben so locker, wie halt eben mal, wir trümmern eben einen Podcast ein, werfen den irgendwie in ja auch so Tools wie, ne? Wir haben ja Zencaster, der macht ja alles von selber. Und, ne, Auphonic, der macht das halt eben, dass es gut klingt. Ne, klar, wenn Sabine dann nochmal rübergeht, wird's natürlich nochmal besser. Aber ich meine, so wirklich, um so anzufangen, so einen Podcast wirklich zu starten, das ist ja wirklich eine Trivialität heutzutage. Und wenn sie es mal eingegroovt hat, geht's von selbst. Cookie Bar, bisschen schwieriger. Ja, genau. Cookie Bar geht halt so, da ist man enthusiastisch, dann macht man das ein paar Mal und dann der Enthusiasmus, der verfliegt einfach immer. Also es hat gar nichts mit dem Thema zu tun. Irgendwann ist man einfach nicht mehr so enthusiastisch wie zu Beginn, und dann ist es halt so ein bisschen, sagen wir mal, Arbeit. Und je mehr Hindernisse einem da in den Weg gestellt werden, desto größer ist natürlich auch die Hürde. Hm. Ja, und es ist halt eben auch so, das muss ich halt eben auch erstmal eingrooven. Ich glaube, die fünfte Folge Working Draft war auch schwieriger als jetzt die 488. Definitiv. Übrigens, kurzer Einwurf, der Hans hat sich leider vor einer Viertelstunde winkend verabschieden müssen, die Vanessa auch, weil wir jetzt nachmittags aufnehmen und die Termine haben. Stefan, ist jetzt auch so. An. Ja, genau, ich weiß es daraus, weil mein Sohn ist vor der Tür. Ich freue mich schon auf den Papa, ja. Also jetzt Zeit. Super. Für mich. Aber wir haben fast alle Fragen durch. Und die letzte gebe ich in eure Hände. Und sag bis zum nächsten Mal, winke mal und winke stellvertretend für Vanessa und Hans, die ja schon weg sind. Genau. Und wünsche euch noch einen schönen Abschluss. Dankeschön. Tschüssi. Tschüss. So, zwei Fragen haben wir noch. Die eine, die machen wir auf jeden Fall als letzte, und die markierte, die machen wir jetzt einfach als vorletzte. Und zwar, der Reinhard fragt: Habt ihr den Podcast auch mal in Präsenz gemacht, also alle Teilnehmer gleichzeitig in einem Raum? Ihr habt ja durch den Podcast schon sehr viel Übung mit Remote-Unterhaltung, gegebenenfalls auch etwas Remote-Arbeiten. Ist das für euch mittlerweile gleichwertig mit Präsenzunterhaltung? Ja, also die erste Frage kann man auf jeden Fall mal mit einem Nein beantworten. Doch. Wir saßen doch mal alle bei Hans in der Küche. Schon, aber wir waren nie alle zusammen. Also wir haben alle es gab immer sozusagen, es gab schon solche Aufnahmen tatsächlich, auch auf der Bier- und Tellerrand und so. Aber dass wir alle mal uns getroffen haben, das ist nie passiert. Nee, das ist auch aufgrund der großen geografischen Streuung ja auch ein bisschen schwierig. Also sollen wir doch noch mal kurz sagen, wie die geografische Streuung ist? Also beim Stefan ist es, glaube ich, genau, offensichtlich. Also, genau, wir machen die mal von unten nach oben. Also ganz im Süden ist der Stefan, der ist ja in Linz in Österreich. So, dann kommt, was ist weiter südlich, Rodney oder Vanessa? Ich glaube Rodney tatsächlich. Ich glaube Rodney, das ist ja auf der Schweizer Grenze quasi, ne? Genau. So da bei Zürich, die Ecke, wobei er ja viel Zeit auch in Darmstadt verbringt, bei der Telekom. Und wahrscheinlich immer, wenn er hier im Podcast zugeschaltet ist, sitzt er wahrscheinlich eher in Darmstadt als in da unten bei Zürich. Mhm. Okay, dann teilt er sich den Platz mit Vanessa. Der kann übrigens auch super Schweizerdeutsch. Müssen wir den mal dazu zwingen, uns mal eine Kostprobe zu geben. Entweder müssen wir ihn zwingen oder wir müssen ihm genug zu trinken geben. Ja. So, okay, dann von Süden kommend. Genau, Vanessa hast du gerade gesagt, München. Genau. Beziehungsweise es ist ja nicht München, sondern... Es ist hier da, Freisinger. Davor. Ja, ich glaube schon. Klingt richtig. Also es ist auf jeden Fall, sie hat doch mal Geschichten aus der U-Bahn erzählt, nicht U-Bahn, S-Bahn erzählt, wo die zum Flughafen fährt und wo ja die S1 sich so teilt in Neufahren, und das eine fährt nach Freising, das andere zum Flughafen. Fragt mich nicht, woher ich das so genau weiß, aber sie hat recht. Ja, okay. Das wäre also Vanessa. Und dann weiter hoch, dann kommt ja schon der Rheinblock. Genau, wobei der Hans, der ist ja, also anfangs saß er noch in Freiburg und ist dann ja nach Köln umgezogen. Stimmt, ja. Und bleibt auch, glaube ich.
genau, ich bin in Düsseldorf und war auch schon immer in Düsseldorf. Und genau, dann, Moment, wir haben noch vergessen, wir deppen den Khalil. Der wohnt ja da bei Stuttgart, beziehungsweise ich Karlsruhe, glaube, ne? Ja, in Karlsruhe arbeitete er, in Stuttgart wohnt er, aber ich glaube, die sind auch umgezogen. Also nicht mehr in Stuggi. Stimmt. Ja. Anselm war ja damals auch in München übrigens. Genau, und du warst anfangs ja in der Münsteraner Gegend, allerdings auf niedersächsischer Seite. Genau, auch Grenzgänger, dann Berlin und jetzt Kiel. Also ich bin immer weiter vor dem Rest geflohen, was immer das auch bedeuten soll. Ja, genau. Ja, und du bist ja auch tatsächlich froh, wenn du nicht reisen musst, weil du ja schon viel durch die Gegend reist für die ganzen Events, wo du selber dann engagiert bist. Ja, stand vor der Pestilenz, ne? Gucken wir mal, wie das so wird, wenn wir fertig sind. Das spielt ja auch so in die andere, in die Richtung dem Rest der Frage rein, so mit der Remote-Unterhaltung. Ja. Also, es ist halt eben sehr, also bei mir, mit mir geht's ja noch am ehesten. Also theoretisch wäre mir noch am ehesten egal, wo wir dann sagen, so hier in der geografischen Mitte treffen wir uns jetzt alle und machen da irgendwie den Working Draft Day oder die Working Draft Conf oder irgendwie sowas Verrücktes. Das wäre halt schon denkbar, aber da sind wir wieder bei Andis Frage von vorhin. Ja, das ist schon echt, das wäre schon echt eine Menge Aufwand. Wir haben ja sowas immer mal so öfter mal angedacht. Aber es ist halt einfach echt schwierig, gerade wenn man halt dann noch irgendwelche familiären Verpflichtungen hat. Geht halt nicht mal eben so. Ja. Ja, wir denken ja schon immer viele Dinge an, aber am Ende wird da auch nichts draus. Ja, mir wird nichts draus, weil passt halt nicht ins Konzept, dass der Working Draft halt nicht unsere Hauptbeschäftigung ist, weil wenn das unsere Hauptbeschäftigung wäre, dann hätten wir schon längst versucht, euch dreimal eine Matratze zu verkaufen oder eine besonders geschmeidige Hautcreme. Ja. Stimmt. Ah, das machen wir ja nicht. Nee. Genau, und was auch witzig ist, ist, dass wir uns ja auch eigentlich, also wir haben, ich glaube, wir haben uns alle nicht, also doch, den Hans habe ich schon getroffen, bevor er im Podcast war, aber dich habe ich ja ein Jahr lang, wusste ich gar nicht, wie du wohl aussehen könntest. Oder vielleicht habe ich auch mal ein Foto irgendwo gesehen, aber. Ja. Aber dann war das diese Konferenz in Köln? Genau, die ich dann co-organisiert hatte, wo wir dich ja auch eingeladen hatten und wo du einen super Vortrag natürlich gemacht hast, der echt Multimedia-Treff war das, ne? Genau. Ha, ich erinnere mich. Da im Mediapark in Köln, genau. Genau. Da habe ich dich zum ersten Mal gesehen. Genau. Ja, aber wir sehen uns tatsächlich sehr selten. Also mal auf Konferenzen. Wann haben wir uns das letzte Mal gesehen? Ich überlege gerade. Das müsste tatsächlich gewesen sein, als wir da bei Hans am Küchentisch die Sendung aufgenommen haben. Ja. Also ich glaube am meisten. Zweieinhalb. Ja, klar. Das war ja im Sommer vor der Pandemie müsste das gewesen sein. Ja. Ja. Also ich meine, ich treffe ja sonst noch einigermaßen regelmäßig die meisten irgendwie zwischendurch mal, weil bin halt gerade in der Stadt, ne? Das kommt dann schon mal vor. Aber so sonst ist es halt eben, ja, Beyond Tellerrand und das war's dann. Ja, auch den Hans sehe ich jetzt nicht super häufig. Also öfters natürlich als die anderen durch die gerade mal 40 Kilometer Abstand. Aber ja, das ist halt so dieses klassische, so es gibt auch den Tobias Baldauf aus Düsseldorf. Und wo treffe ich den, wenn dann auf einer Konferenz, die ganz, ganz weit weg ist, wo man dann sagt, ach cool, dass du da bist. Wir hätten uns ja eigentlich mal ruhig mal treffen können. So. Ich freue mich aber, dass wir uns jetzt hier sehen. Ja. Ja gut, die Konferenz ist halt eben das Feierabendbier der verteilt Arbeitenden. Ja, genau, das ist halt so der Rahmen, ne? Also man geht, I came for the Vorträge and stayed for the people, so ungefähr. So ist es. Genau, und ist es gleichwertig mit der Präsenzunterhaltung? Ich würde sagen, das kommt dem schon ziemlich nah, finde ich, bei uns. Ich finde tatsächlich fürs Podcasten, wo es ja wirklich darum geht, dass man dann auch mal so den Gedanken einmal so ausformulieren kann. Und wenn es ein mittelgroßes Referat wird, dann ist das halt eben so. Ich glaube, das geht remote sogar besser, als wenn man sich da gegenüber sitzt. Ja. Dann wird es halt weniger plauderig. Und weniger plauderig ist, glaube ich, für einen Podcast, der ja schon am Thema dran ist, nicht unbedingt verkehrt. Ja, wobei so plauderig, wir hatten ja jetzt ja in der, 498 waren wir ja
wurden wir plauderig. Ist ja auch mal ganz gut, aber ich glaube, wenn man nur plaudrig ist, dann auf Dauer, das will dann auch keiner hören. Ja, ja, da gibt Laber-Podcasts gibt's genug. Genau. Und ich meine, die Plaudrigkeit, ich glaube auch tatsächlich, dass das tatsächlich, also ich meine wahrgenommen zu haben, dass das bei uns auch mehr wird, seitdem der Zencaster auch sein Video-Feature hat. Ja, ich glaube, das macht stimmt. was. Genau, so früher haben wir uns nie gesehen beim Podcasten. Deswegen ja auch, ich wusste nicht, wie der Peter ausschaut oder andere. Und ja, jetzt seit vielleicht einem Jahr oder so hat man so ein Video-Feed, den man auch aufnehmen könnte, theoretisch, wenn man wollte. Das haben wir bisher noch nie gemacht. Und dann, ja, also da sind natürlich so ein paar Sachen besser, so dass man sich nicht so ins Wort fällt, weil man schon sieht, dass jemand so im Begriff ist, anzusetzen oder so. Das ist schon ganz, ganz hilfreich. Oder man kann die Hand heben, um anzudeuten, dass man da noch irgendwie einen Einwurf hat gleich. Oder um zu winken, weil man dringend ins nächste Telefonat muss. Genau. Genau. Und den Chat haben sie jetzt ja auch gefixt. Wenn man da jetzt Links drin postet, dann werden die nicht mehr escaped und kommen nicht nur als quasi HTML raus. Ja. Richtig brauchbar, das Ding. Ist es, dass wir jetzt gerade seit 10 Minuten eine neue Aufnahme laufen haben, weil vorhin mitten in der Sendung alles abgebrochen ist und wir nicht weitermachen konnten, weil die uns verlassen haben, vor dem, hey, die Aufnahme geht weiter, drück mal hier auf diesen Button sitzen. Ja, ja, okay, irgendwas ist immer. Ja, und es ist ja eigentlich, in Summe ist das halt schon ein ganz tolles Tool. Wenn ich daran denke, mit was wir uns früher einen abgebrochen haben. Genau, es war erst Skype. Genau. Das haben wir uns abgeguckt bei der Technikwürze auch. Also, die haben das halt so gemacht. Wir hatten aber auch die gleichen Probleme damit wie die. Genau, was haben wir dann? Was haben wir denn nach Skype gemacht? Boah, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Also vor dem Zencaster haben wir auch mal eine lange Zeit mit so Sachen wie Hangouts und so rumgewurstelt. Aber das war ja eigentlich im Prinzip eher parallel mit dem Zencaster, als der Zencaster nicht so ganz optimal war, weil der die Audiospuren nicht konstant getaktet hatte. Ja, ja, genau, da hatten wir Audio Drift. Also quasi, dass jetzt beispielsweise deine Spur 10 Sekunden länger war am Ende als meine. Und wir uns dann natürlich so im Laufe der Zeit, wenn man das nicht im Schnitt irgendwie korrigieren konnte, fing der eine an, dem anderen ins Wort zu grätschen und so. Das aber auch schon lange jetzt wieder passé, was echt super ist. Also ja. Die Sabine musste sich damit auf jeden Fall nicht mehr rumschlagen, seit die am Start ist. Ja. Nee, was hatten wir da vorher? Ich habe keine Ahnung. Zencast? Vielleicht haben wir sogar tatsächlich, ja, Skype und Hangouts wahrscheinlich. Wahrscheinlich, und dann eben eine lokale Aufnahme immer. Im Skype war aber das Coole, dass wir da hatte ich ein Plugin, mit dem ich quasi ein Backup von der Skype-Unterhaltung hatte, weil es passiert halt immer irgendwie was mit, wenn du kein Backup hast. Also wir hatten schon hier und da mal, dass irgendwie eine lokale Aufnahme nicht ging, weil der Rekorder abgeschmiert ist oder vielleicht was im falschen Mikro eingestellt war, lokal, was man nicht gemerkt hat. Auch sehr gerne genommen, ja. Ja, oder die Lautstärke war irgendwie so, dass es ganz schlecht war, dass dann, da kommt dann ins Spiel, dass so ein Skype holt unglaublich viel Qualität raus. Also die normalisieren die Lautstärke und können Hintergrundgeräusche rausrechnen auf also unfassbare Art und Weise. Und dann denkst du natürlich, wiegst du dich in Sicherheit. Und merkst dann erst, wenn du die lokale Aufnahme dir anhörst, dass die also fast für die Tonne ist. Ja, auch allgemein so die Tonqualitätsaussetzer. Also so, ich glaube, die Schwankungsbreite ist immer noch relativ hoch, aber so das untere Level, der Floor ist etwas angehoben. Ja, also so Robotstimmenausfälle, und wenn man sich mal so die Shownotizen von den ersten paar Folgen ansieht, wo der Markus so sagt, ja, hier ist unsere Sendung, das sind die Themen, und leider klinge ich, als würde ich aus einer Mülltonne berichten. Ja, genau, und wir hatten ja auch mal eine Zeit lang diese Probleme mit USB-Audio-Interfaces beim Mac, dass die quasi nach, weiß ich nicht, nach einer halben, dreiviertel Stunde ist der USB oder der Tonpuffer übergelaufen, und dann haben sich diese Leute auf einmal angehört, so wie Darth Vader. Also die haben einfach nur, es war ein ganz, ganz komischer Effekt. Und ja. dann hieß es immer so im Chat so, hey, du bist wieder am Vadern. Und dann muss die Person eben für 5 Minuten erstmal nichts sagen, dass der Puffer irgendwie wieder leer läuft. Und dann ging es weiter.
und das hört sich jetzt so einfach an, aber das musste man ja auch erstmal rausfinden, dass das das Problem ist. Ja, uns hatten eben nur die Mac-Menschen unter uns und auch da nur die, die mit USB-Interfaces gearbeitet haben. Ja, also erstmal, das musst du ja eingrenzen und dann beim Debuggen halt eben feststellen, dass es diese Audio-Buffer-Geschichte ist. Es ist alles halt eben echt nicht mehr so schlimm. Also da hat die Pestilenz, dass insgesamt Audioniveau doch deutlich angehoben ist, so mein Eindruck. Ja, genau. Also jetzt ist das Audio, der Audioniveau-Unterschied liegt halt, ist 1:1, würde ich sagen, an unser Audio-Setup gekoppelt. Also es gibt halt bestimmte Personen von uns, die haben halt so einen Mikrofonarm mit dem Mikro dran. Also das hast du jetzt zum Beispiel, der Hans und die Vanessa. Stefan ja auch. Und ich bin mehr der Freund von so einem Headset. Einfach, ja, weil dann kann ich mich bewegen und dann stehe ich nicht immer in einem anderen Winkel zum Mikro. Ja, nee, das ist ja auch alles ganz gut. Also das sind ja nur die absoluten Audio-Freaks, die das am Ende tatsächlich hören, weil sie halt eben das auch tatsächlich hören und nicht wie normale Leute, während sie zur Arbeit radeln oder so. Ja, ach, das war auch witzig. Am Anfang, ich habe ja vor der Sabine, habe ich meistens den Schnitt gemacht und ganz am Anfang dachte ich mir, hey, das wäre ja total cool, weil das ja so eine Unterhaltung ist, wenn die zwei auf dem linken Ohr sind und die anderen auf dem rechten Ohr, dann ist das so ein Hin und Her und da gab es dann auf jeden Fall auch das Feedback, dass das irgendwie doof wäre, weil tatsächlich viele Leute Podcasts auch nur mit einem Knopf im Ohr hören, was ja auch sinnvoll ist und irgendwie auf der Hand liegt, damit sie nicht vom Laster überfahren werden. Ja. Und sie halt eben nur die Hälfte der Unterhaltung mitbekommen haben und so ab dem Moment habe ich dann, mehr Culpa, ab jetzt wird alles wieder mono abgemischt. Deswegen macht man User-Tests, damit man rausfindet, wie die Leute das Produkt am Ende wirklich benutzen. Genau. Aber hier zu den Ausfällen, wir haben tatsächlich, wir haben eine Revision gehabt, irgendwie, ich glaube die 137 oder so, die ist uns kaputt gegangen. Ja, ich gehe mal eben kurz in unsere riesige Excel-Tabelle, in der wir alle Daten für alle Folgen drin haben. Das ist das, die 140, genau. Oder so, ja. Audio unrettbar kaputt, keine Veröffentlichung. Genau. Über Open Device Labs, das kann man auch keinem mehr erklären, und Konferenzen. Ja. Genau, das war mit dem Yoshi-Q-Fall. Genau. Genau, die ist die einzige, die wir nie veröffentlichen konnten, weil sie kaputt gegangen ist und einfach auch nicht mehr zu retten war. Also wir hatten zwar Audio, aber das war einfach zu schlecht. Genau, und dann haben wir einmal eine Folge gehabt, da haben wir Hangouts neu ausprobiert und das ist uns dann irgendwann mittendrin abgeschmiert, da hatten wir den Jens Koch-Dreis als Gast. Und die haben wir dann einfach nochmal neu aufgenommen, mit den gleichen Themen, so ungefähr natürlich ein bisschen so. Ich habe diese überraschende Frage jetzt dazu. Oh, das ist aber toll, die habe ich ja noch gar nie gehört. Genau, aber es ging auch. Also du, dann variierst du das und passt auch in etwa. Konnte man machen, ist halt nur was, keine Ahnung, das ist so wie, wenn man so Wanderwege hat, so die man wieder zurückgehen muss. Das ist halt nicht so cool. Hat nicht die gleiche Energie. Genau. Ne, und sonst ist alles gut gegangen. Wir wären nämlich nicht hier nicht in der 500. Folge von Working Draft, wenn wir öfter mal so Frustmomente hätten, aber die haben wir ja zum Glück nicht. Ja, vielleicht ist das ja auch hier eigentlich die 600. schon, aber 100 sind uns schon kaputt gegangen. Genau, es gibt den geheimen Giftschrank. Ja. Und da hören wir den Chef dann mal so richtig schimpfen. Schweinerei hier. So, ja. Dann haben wir jetzt nur noch eine Frage, oder? Ja, sehe ich das richtig? Wir haben noch eine Frage, genau. Wir haben ja die DevProt und so weiter, CI/CD, Datenbank und Kram in eine andere Revision verschoben. Und jetzt haben wir noch von einem alten Bekannten die beste Frage aller Zeiten. Chris Heilmann lässt fragen, wann ist das Produkt endlich mal nicht mehr im Draft-Status? Tja, das ist eine gute Frage. Aber ich würde jetzt zurückfragen, gibt es irgendwelche Standards, die es schneller als in 10 Jahren geschafft haben, aus dem Draft-Status raus in eine Recommendation? Also Standards weiß ich nicht tatsächlich. Also sicherlich gab es da mal irgendwie was, wo man sich irgendwie so drüber einigen musste. Aber ich finde das ja eigentlich vom Ansatz her, also
dieses Textsatzsystem. Da hat ja der Entwickler gesagt, so hier, neue Versionsnummer ist halt einfach, also die aktuelle Version ist halt die Version 3.1415 und so weiter. Das nähert sich halt einfach der Kreiszahl an. Mhm. Und der Erfinder hat halt eben gesagt, so, wenn ich hier von diesem Planeten verschwinde, dann ist die Software fertig. Mhm. Und dann gibt's halt keine weiteren Versionen. Das ist so die Maßgabe. Und ich glaube, das halten wir einfach mit dem, weißt du, mit dem Podcast genauso. Das wird halt solange wie wir das machen, ist es halt unfertig, weil es ja definitionsgemäß erst nach der letzten Folge fertig sein kann. Genau. Nach der letzten Revision sozusagen. Genau. Und wann immer die auch sein wird. Da muss, glaube ich, noch eine ganze Menge passieren, bis wir hiermit aufhören. Ja. Ja, aber tatsächlich, ich bin ja auch manchmal selber auch erstaunt, wie lange wir das machen und wie viel wir da schon eingetütet haben. Also es sind ja im Schnitt auch eine Stunde so pro Folge. Hm. Manchmal weniger, manchmal mehr. Das heißt, wir haben da auch schon 500 Stunden zusammengelabert. Deutlich mehr als 500 Stunden. Ja. Wir sind ja im Mittel deutlich über, von der Länge her deutlich drüber. Also auch das müsste man mal irgendwie, da müsste man jemand ein Skript schreiben, um das mal rauszufinden, wie viel das ist. Wir haben ja noch ein, zwei Auskopplungen, diese On-Tour-Geschichten, wo wir dann mal auf einer Konferenz noch was aufnehmen. Stimmt. Okay, die sind was kürzer, aber ich meine, der 2-Stünder ist schon häufiger als der 20-Minüter, würde ich sagen, oder? Ja, also ich weiß, wir hatten eine Zeit lang, da hieß es in den Shownotes immer die wahrscheinlich kürzeste Folge, die wir jemals aufgenommen haben. Und da haben wir auch tatsächlich mal 20 Minuten rausgehauen. Hm. Die Angst haben wir ja manchmal auch, dass wir so nicht genug Themen haben und das dann wieder ein 20 Minuten wird nach langer Zeit. Und dann ergibt sich's mal wieder, dass es länger dauert. Ja, es passiert höchstens selten. Und vor allen Dingen, wenn es dann mal auch mal passiert, ist ja auch nicht schlimm. Nee, genau, der Chris hat das natürlich mit einem großen Augenzwinkern gefragt. Wir bleiben erstmal beim Working Draft, ne? Wir bleiben beim Working Draft und der wird halt auch noch so lange ein Draft sein, bis er irgendwann der Working Done ist, wenn wir nämlich aufgehört haben. Ja, genau. Dann, wenn es soweit ist, dann ändern wir alle Logos ab und die Webseite. Genau, und dann wird das alles eingefroren und werfen wir noch für die nächsten 100 Jahre Geld ein beim Hoster, dass er das so stehen lässt. Ja, man kann das ja auch einfach auf irgendwie so auf eine Festplatte packen und hier ans Internet-Archive schicken. Dann freuen die sich und spielen das in ihren Fundus ein. Ja, hatte ja noch einen Podcast mal eine Zeit lang, also da haben wir eh nur 3 Folgen aufgenommen, 3, glaube ich, mit dem Daniel Mies, der jetzt Daniel Zensis heißt. Shep und Mies hieß der und den haben wir dann auch abgewickelt und die 3 Folgen habe ich dann da auch ins Archive, da in deren Podcast-Mediathek reingeladen. Mhm. Warum kam es da zur Abwicklung? Oder war das nur so ein Experiment? Oder? Nee, ich hätte das auf jeden Fall noch mal weitergeführt, aber der Daniel hat einfach irgendwie andere Dinge, mit denen er sich so beschäftigt. Und dann passt das auch. Hat er noch seinen Herr Mies will's wissen? Ich weiß nicht, ob er den, ich glaube, den hat er auch nicht mehr weitergemacht. Also hat eben, heißt ja auch nicht mehr Daniel Mies, hat geheiratet und da sind da irgendwie ganz andere Themen am Start. Hm. Und das ist ja auch völlig okay und normal und sinnvoll. Genau. Ja, cool. Dann, das waren auf jeden Fall super Fragen, die wir da bekommen haben und auch echt viele. Sehr geil. Ja. Tja, dann fängt also jetzt Stepp die Planung an für das nächste Jubiläum, das ansteht. Das wäre dann wohl der 11-jährige Geburtstag. Wahrscheinlich, aber wollen wir den? Jetzt feiert man den? Der 11-jährige wäre ja schon nächste Woche, glaube ich. Also in 10 Tagen. Ja, wir haben, glaube ich, die erste Folge am 2. November rausgehauen, 2010. Moment, das wird jetzt eben überprüft. Die allwissende Excel-Tabelle wird antworten. Aber wenn das so ist, jawohl, am 2.11.2010. Verdammt, es ist ja wirklich ständig Jubiläum. Ja, nee, also das können wir uns nicht leisten. Meine Freundin fragte mich schon, als ich gesagt habe, so heute Nachmittag bin ich halt wahrscheinlich ein bisschen länger am Mikrofon, weil, ne, hattet ihr nicht letztens erst Jubiläum? Ja, ist halt ja, so. Das hier wie beim Möbelhaus bei uns um die Ecke, die feiern immer Jubiläum. Das ist schon so ein Insider bei mir und meiner Frau. Ich sag dann immer so, ey, guck mal, die haben gerade Jubiläum, die haben gerade Sonderpreise. Weil, weil dann, wenn du ein Jubiläum feierst, dann darfst du halt irgendwie so glaube ich, dann darfst du Sachen reduzieren, quasi unter, da gibt es irgendwelche Regeln und darum haben die quasi immer, da ist immer dauernd ein Jubiläum,
von der Bettenabteilung, von ihrem Restaurant, von, keine Ahnung, Küchenbereich. Ha. Ja, also da stumpft man dann ab bei diesem Möbelhaus ein bisschen. Da stumpft man ab, aber dann entwickelt man einen ganz neuen Respekt für kreativen Umgang mit der Rechtslage. Das finde ich ja großartig. Ja, das stimmt. Ja, oh. Bis jetzt klappt's auch. Nee, aber wir wollen ja nicht wie mein Möbelhaus werden. Nein, das haben wir auch gar nicht nötig. Wir haben ja unsere tollen Patreons, die uns unterstützen. Damit können wir die Sabine bezahlen. Mehr ja, wollen wir gar nicht. Das ist super. Ja, auch genau darüber und über die Sponsorings. Also da hatte ich auch letztens meinen Kassensturz gemacht. Ich bin ja hier so der Penningmeister, wie der Niederländer sagt. Und ich glaube, so ein, wenn jetzt nichts mehr käme, könnten wir, glaube ich, ein Jahr lang von dem, was wir haben, die Sabine noch bezahlen. Und ja, das ist schon mal cool. Da hat man so die Sorgen weg. Weil also, das ist schon eine große Erleichterung, diesen Audioschnitt nicht machen zu müssen. Und ja auch ein Qualitätsgewinn. Die macht das ja sehr viel sorgfältiger, als zumindest ich das gemacht habe, wenn ich damals immer an Audacity saß und da definitiv geschnauft, gehustet, zu lange Pause. Ja, die hört sich tatsächlich durch alles durch, obwohl die mit den Themen nicht jetzt so viel anfangen kann und schneidet Pausen auch raus, tatsächlich. Ja. Passt auch drauf auf, dass wir nicht irgendwelche Dinge sagen, die wir nicht sagen sollten. Ja, genau. Nee, ist schon super. Ganz großartig, das, deswegen auch nochmal ein großes Danke an die Sabine, die das ja dann hier hört. Ja. Und genau, an die ganzen Sponsoren. Und die ganzen Follower, Zuhörer, weil, weißt du, ohne Zuhörer hätten wir, glaube ich, nicht 500 Folgen gemacht. Nee, und auch an unsere Gäste. Mhm. Da haben wir auch echt viele tolle Gäste gehabt. Und genau, vielleicht nochmal der Aufruf auch an alle Hörer, wenn ihr irgendwie Wünsche habt, wen wir einladen sollen. Vielleicht auch irgendwen Englischsprachiges mal wieder. Ja. Dann, du Shep. Ja. Wir haben jetzt gerade auf Sabines Strichliste beide gerade wieder eine Kerbe. Sprecher abbekommen. Und Sprecherinnen. Natürlich. Hörerinnen und Hörer. Ja. Natürlich. Ist ja richtig. Genau. Wir haben die Sabine übrigens auch angesetzt, uns die uns auf die Finger zu hauen, wenn wir das Gendern vergessen, weil wir das gerne möchten. Genau. Und wir werden das eines Tages hinkriegen, dass dann keine neuen Listpunkte mehr auf diese Strichliste kommen. Ja. Eines Tages. Super. Dann würde ich sagen, machen wir uns jetzt mal gleich ein schönes Bierchen auf oder so. Genau, wir verabschieden uns als Letzte. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder zu einer ganz normalen Folge. So machen wir das. Alles liebe klar. Liebe Hörerinnen und Hörer, lieber Shep, schönes, verdammt, darf man ja bei Podcasts auch nicht sagen. Ich hätte dich jetzt in ein schönes Wochenende geschickt. Dich kann ich in ein schönes Wochenende schicken. Die Hörer möglicherweise eher in einen schönen Dienstag. Genau. Und die Hörerinnen auch. Verdammt. Bis nächstes Mal. Okay, macht's gut. Tschüssi. Tschüss. Folgen Therapiestunde. Das ist, ja. Man nennt es auch Podcast.